Ja, der Titel meines Beitrags, Nie wieder, das Ende eines Gesellschaftsmodells und die Rückkehr der Gewalt, schließt an ein Buch, was ich jüngst veröffentlicht habe, Neben uns die Sintflut, die Externalisierungsgesellschaft und ihr Preis. Und ich möchte das Buch ein wenig einflechten in meinen Vortrag, in den Rahmenvortrag für die Winterschule Sackgasse Rechtsruck, weil ich glaube, dass die Ahnung von dem Ende eines Gesellschaftsmodells dann der gegenwärtige Rechtsruck und die Wiederkehr der Gewalt miteinander zusammenhängen. Und das kann ich jetzt nicht ganz systematisch entwickeln, wahrscheinlich, weil das jetzt noch keine publizierte Prosa ist, die ich hier habe, sondern nur ein paar Anmerkungen meinerseits. Ich werde aber versuchen, über drei Lebenslügen dieser Gesellschaft zu sprechen. Die erste Lebenslüge lautet, dass unser Wohlstand aus unserer eigenen Hände Arbeit, unserer wirtschaftlichen Produktivität und unserer im Zweifelsfall bayerischen oder schwäbischen Innovationskraft resultiere. Das scheint mir die erste Lebenslüge dieser demokratisch-kapitalistischen Gesellschaft zu sein. Unser Wohlstand, den haben wir uns hart erarbeitet. Die zweite Lebenslüge, das ist meines Erachtens, dass unsere Demokratie eine zivilisationshistorische Errungenschaft sei, die im Westen entstanden ist und die als Orientierungsmodell und Wertmaßstab auch für andere weniger entwickelte Gesellschaften tauge. Die Lebenslüge von unserer Demokratie als zivilisatorischem Vorbild scheint mir auch thematisierenswert, gerade wenn es um gegenwärtige gesellschaftliche Entwicklungen geht. Und die dritte Lebenslüge, jetzt ganz spezifisch der bundesdeutschen, der bundesrepublikanischen Gesellschaft, lautet, dass es einen Gründungskonsens dieser Republik gäbe, der ungefähr so lautet, dass nie wieder Krieg und Gewalt von dieser Gesellschaft ausgehen soll. Und ich glaube, die allermeisten dieser Gesellschaft denken, dass dieser Grundkonsens galt über viele Jahrzehnte, heute wohl auch noch gilt. Und ich glaube, auch das ist eine Lebenslüge, dass von dieser Gesellschaft kein Krieg und keine Gewalt ausgegangen sei nach 1949. Also diese drei Erzählungen, unser Wohlstand ist hausgemacht, unsere Demokratie ist vorbildlich und deswegen nicht nur bewahrenswert, sondern auch Exportmodell, und unser Friede soll auch der Friede der Welt sein. Das klingt gut, das klingt nach deutschen nicht nur Sommermärchen, sondern Ganzjahresmärchen. Und ja, und es ist auch eine Menge mehr da dran, meines Erachtens. Und dieses Märchen ist für viele Weltregionen und große Bevölkerungsmehrheiten auf der Welt meines Erachtens ein Schauermärchen im Kern. Nämlich für all jene, die nicht Teil der großen Wohlstands-, Demokratie-, Friedenskoalition der westlichen, spätindustriellen, demokratisch-kapitalistischen Gesellschaften sind. Und ich möchte diese drei Erzählungen, unser Wohlstand, unsere Demokratie, unser Frieden, möchte ich jetzt nach und nach durchgehen und schließe dabei an das erwähnte Buch an. Und ich werde in puncto Demokratie auch, wenn das erlaubt ist, eine kleine Lesprobe aus dem Buch geben, drei Seiten, die genau zum Thema passen und die dann jetzt nicht gesprochen, wie das dieses gesprochene Wort hier etwas hölzern sind, sondern die wohl verfasst und sind und dann auch wie Öl runtergehen. Also unser Wohlstand, die These, unser Wohlstand beruht auf dem Übelstand anderer. Also der Wohlstand, die Wohlstandsmaschinerie der demokratisch-kapitalistischen Gesellschaften, sagen wir mal jetzt vornehmlich nach dem Zweiten Weltkrieg, beruht auf Übelständen anderer Menschen anderswo auf dieser Welt. Das ist die Kernthese des Buches, die Externalisierungsgesellschaft und ihr Preis. Und die Kernthese dieser Kontextualisierung unseres Wohlstands im weltgesellschaftlichen Maßstab lautet, dass die Kosten des Wohlstands, der in dieser Gesellschaft herrscht, und ich sage gleich noch was zur Ungleichverteilung dieses Wohlstandes, aber erstmal aufs Ganze gesehen, die Kosten des Wohlstands von
großen Bevölkerungsmehrheiten dieser Gesellschaft haben andere zu tragen, also die ökologischen Kosten unserer Produktions-, Arbeits- und Lebensweise, die sozialen Kosten dieser Produktions-, Arbeits- und Lebensweise, damit auch ökologische und soziale Kosten, führen auch zu ökonomisch messbaren Kosten. All diese Kosten unserer, der hiesigen, eingerichteten, über Jahrzehnte gewachsenen Produktions-, Arbeits- und Lebensweise. Diese Kosten werden nicht nur hierzulande getragen von sozial unterprivilegierten Milieus, sondern wesentlich auch von großen Bevölkerungsmehrheiten außerhalb der hochentwickelten kapitalistisch-demokratischen spätindustriellen Gesellschaften des Westens oder des globalen Nordens, wie man das auch ausdrücken möchte. Diese Kosten werden ausgelagert, und das ist der Kern dieser Externalisierungsthese, sie werden ausgelagert in andere Weltregionen und auf andere Bevölkerungen auf diesem Planeten. Gleich der erste Hinweis, wenn ich jetzt vom Wohlstand dieser Gesellschaft spreche und damit von unserem Wohlstand und damit ich bin Soziologe, ein soziologisch nicht haltbares Wir konstruiere, als sei diese Gesellschaft in sich wiederum homogen, ein einziger Profiteur der Weltkonstellationen und als gäbe es keine massiven sozialen Ungleichheiten und sozialstrukturellen Verwerfungen, auch in dieser Gesellschaft, in einer reichen, sehr reichen Gesellschaft. Dieses Wir ist tatsächlich sozialstrukturell, klassenstrukturell nochmal einzuschränken und zu prüfen. Es ist ein klassenstrukturell gebrochenes Wir der reichen Gesellschaften. Es gibt in dieser Gesellschaft ohne Zweifel Protagonisten, Protagonistinnen, Propagandisten und Propagandistinnen der Externalisierung in besonders privilegierte Situationen, in besonders exponierte Situationen, auch öffentlich sichtbar. Das sind Unternehmen, das sind meines Erachtens alle Parteien des parlamentarisch vertretenen politischen Spektrums. Das sind Regierungen, selbstverständlich, das sind viele Organisationen, das sind auch viele Einzelpersonen, das sind Intellektuelle. All diejenigen sind Protagonisten von Externalisierung, also sie wirken an zentraler Stelle, an machtvoller Stelle, an einflussreicher Stelle, an der Auslagerung der Kosten der hiesigen, der hier herrschenden Produktions-, Arbeits- und Lebensweise mit. Aber es gibt eben auch Bevölkerungsmehrheiten, die in gewisser Weise mitgehangen und mitgefangen sind in dieser Arbeits- und Produktions- und Lebensweise. Sie haben sie sich nicht ausgesucht, aber sie müssen alltäglich handeln in der Gesellschaft, so wie sie eingerichtet ist, in unserer demokratisch-kapitalistischen Gesellschaft, und sind damit eben auch Mitakteure, Mitwirkende an der Externalisierungsgesellschaft. Sozusagen in großen Teilen wider Willen, aber de facto tragen sie mit ein gesellschaftliches Arrangement, was darauf beruht, den eigenen Wohlstand auf Kosten und zu Lasten von anderen zu produzieren und zu reproduzieren. Es gibt also durchaus Treibende und Getriebene in der Externalisierungsgesellschaft. Es gibt Mächtige und Machtlose, zweifellos. Es gibt aber auch einen Gesamtzusammenhang, einen Funktionszusammenhang und auch einen Begründungszusammenhang der Externalisierungsgesellschaft, der zwar nicht Klassenungleichheiten vergessen lässt, aber der in dieser Weise doch auch klassenübergreifend wirkt. Weltgesellschaftlich gesehen, nämlich geopolitisch, geoökonomisch, auch geoökologisch in gewisser Weise, weltgesellschaftlich gesehen sind die reichen Gesellschaften des globalen Nordens als solche in einer Herrschaftsposition. Also auch wenn es innerhalb dieser Gesellschaften Herrschende und Beherrschte gibt, würde ich dafür halten zu argumentieren, dass es weltgesellschaftlich gesehen Gesellschaften gibt, die reichen, hochindustrialisierten, vermeintlichen Wissens-, Informationsgesellschaften des globalen Nordens, das sind herrschende Gesellschaften im Weltmaßstab, und von diesen Gesellschaften sind Externalisierungsstrukturen eingerichtet worden, Kostenauslagerungsstrukturen über lange Jahrzehnte eingerichtet worden, und von ihnen gehen solche Externalisierungsdynamiken aus, die im Grunde genommen gesellschaftliche Mehrheiten dann auch mit verhaften und haftbar machen für diese Strukturen und Dynamiken. Der irre Reichtum, und das in diesem Sinne unserer Gesellschaften im globalen Norden, wiewohl innergesellschaftlich ungleich verteilt, der irre Reichtum, das
wahnwitzige Reproduktionsniveau dieser Gesellschaft, also auf welchem Niveau des Ressourcenverbrauchs im weitesten Sinne diese Gesellschaft sich alltäglich reproduziert. Wir alle uns bewegen, ob wir wollen oder nicht gewissermaßen, auch in relativ unterprivilegierten Positionen. Also dieser Irrenreichtum, dieses wahnwitzige Reproduktionsniveau, das ja aufgrund der kapitalistischen Logik, der diese Gesellschaft in ihrer Produktions- und Konsumweise verhaftet ist, trotzdem immer weiter gesteigert werden muss. Also von einem irren Reichtumsniveau, einem wahnwitzigen Reproduktionsniveau aus, muss alljährlich, allquartalig der Reichtum weiter gesteigert werden. Dieser Reichtum, dieses Reproduktionsniveau beruht auf Vorleistungen Dritter, also beruht auf angeeigneten, nicht angemessen honorierten, unter Wert angeeigneten, insofern ausbeuterischen Aneignungen von Ressourcen, von Leistungen, von Dienstleistungen, von Arbeit Dritter außerhalb dieses gesellschaftlichen Kontextes und geht auf deren Kosten. Es bedarf, glaube ich, in diesem Kreis keiner Illustrationen dieses Zusammenhangs. Das wäre jetzt wirklich Eulen nach Attack getragen, das jetzt zu illustrieren, das mache ich in dem Buch, ich könnte jetzt entsprechende Passagen vorlesen, die lese ich aber nicht vor, die diese Zusammenhänge, also die Auslagerung von ökologischen Kosten, die unbotmäßige, könnte man moralisierend sagen, Aneignung von Ressourcen, von Land, von Rohstoffen, von Energie, von Arbeit, von Leben, Dritter außerhalb unserer reichen Industriegesellschaften, diese Aneignung, ihre Ausbeutung, die Monopolisierung der Lebenschancen, die dies von dieser Aneignung Ausbeutung angeht, in den hiesigen Ländern, Gesellschaften und dann die Auslagerung wiederum von Kosten aller Art, also was die ökologischen Senken angeht, die in Anspruch genommen werden in anderen Weltregionen, was die Arbeitsverhältnisse und Arbeitsbedingungen angeht, die sozialen Lebensweisen, die Zerstörung von bäuerlichen Subsistenzökonomien und so weiter und so fort. Ich glaube, ich muss das nicht an Beispielen von Wertschöpfungsketten oder sozusagen Emissionsproduktions- und Emissionsketten illustrieren. Was ich aber schon tun möchte statt dieser Illustration, ist auf einen meines Erachtens soziologisch besonders relevanten Punkt hinzuweisen, den ich in dem Buch zu machen versuche und mit dem ich versuche, den Akteuren der Externalisierungsgesellschaft, wie gesagt, in einer klassenstrukturell gebrochenen Externalisierungsgesellschaft gibt es trotzdem einen gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang, der auch von den Beherrschten getragen wird, meines Erachtens. Und ich versuche das soziologisch auf den Punkt zu bringen und den Akteuren damit uns allen, also auch Ihnen, auch mir näher zu treten, vielleicht auch zu nahe zu treten, indem ich von dem Externalisierungshabitus spreche. Also Habitus, komplexer soziologischer Begriff, der aber eigentlich im Kern heißt, die soziale Position erstmal einer Person in der Struktur sozialer Ungleichheit bestimmt auch in maßgeblicher Form ihre Lebensführungsweisen. Also in welcher abhängigen oder unabhängigen, privilegierten oder unterprivilegierten, mächtigen oder machtvollen Position ich mich in einem gesellschaftlichen Zusammenhang befinde. Danach richten sich nicht nur meine Lebenschancen, sondern danach richten sich auch meine alltäglichen Verhaltensweisen, meine Orientierungsmuster, meine Handlungsziele, meine Wahrnehmungen und Deutungen. Und dieser Habitusbegriff versucht auszudrücken, dass die Position in einer gegebenen Sozialstruktur, in einer gegebenen Ungleichheitsstruktur sozusagen von den Menschen in dieser Position aufgenommen wird und ausgelebt wird, verkörperlicht wird. Also wir tragen sozusagen unsere sozialstrukturelle Position mit mehr oder weniger Chancen, Ressourcen, Möglichkeiten, tragen wir in uns und leben wir alltäglich aus. Also Milieus mit Personen aus Milieus mit wenig materiellen Ressourcen, mit wenig Bildungsressourcen, mit wenig Handlungsmöglichkeiten, leben entsprechend dieser sozialen Position und haben das sozusagen auch als Teil ihrer verkörperlichten Handlungsweisen eingeübt, eingeschrieben in sich. Und meine These ist, dieser Habitusbegriff und die Idee, soziale Position in einer Ungleichheitsstruktur beeinflusst ganz massiv meine Form der Lebensführung, meine Sichtweise auf die Welt. Meine These wäre, dass es nicht nur innergesellschaftlich gilt, sondern auch weltgesellschaftlich. Und dann könnte man sagen, dass große Bevölkerungsmehrheiten hierzulande in einer machtvollen
Sozialposition stehen, nämlich weltgesellschaftlich, in der weltgesellschaftlichen Ungleichheitsstruktur ziemlich gut dastehen. Und dieses ziemlich gut dastehen und man könnte in jeder Hinsicht sagen, dieses auf ziemlich großem Fuß leben, quasi alltäglich eingeübt haben und schon ohne drüber nachzudenken, ohne es zu reflektieren, quasi vorbewusst sich so verhalten, wie es ihnen möglich ist, in dieser machtvollen oder relativ machtvollen, weltgesellschaftlich gesehen, Sozialposition. Also es gibt einen Habitus des Externalisierens. Es gibt in den reichen Gesellschaften alltägliche Lebensweisen, breite Bevölkerungsmehrheiten, die dadurch gekennzeichnet sind, dass diese Menschen in relativ guter sozialer Position es wie selbstverständlich praktizieren, dass sie die Kosten ihrer Arbeitsproduktions- und Lebensweise oder der Arbeitsproduktions- und Lebensweise, in die sie gestellt sind und mit der sie alltäglich umgehen müssen, die Kosten, die ich angesprochen habe, lagern sie selber aus und reflektieren das gar nicht mehr. Also viele unter uns sind in einer weltgesellschaftlichen Position, dass sie so leben, wie sie leben können, wie sie leben, unter Produktion von massiven ökologischen, sozialen Kosten anderswo, dass sie diese Verhaltensweise einfach alltäglich praktizieren können, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden, ohne darauf wirklich angesprochen zu werden, ohne darauf hingewiesen zu werden. Wir haben es uns, und das jetzt sage ich, benutze ich dieses unzulässige wir haben es uns zur Gewohnheit werden lassen, es ist eingeschrieben in unsere alltäglichen Praktiken, dass wir die Kosten des Lebensführungsmodells, was sich in dieser Gesellschaft eingerichtet hat, ausblenden können. Wir können sie irgendwohin vermeintlich in ein Außen unserer Lebenswelt auslagern und werden davon nicht behelligt. Und dieser Externalisierungshabitus, der ist mir, wie gesagt, deswegen so wichtig, weil er versucht anzusprechen, die alltäglichen Lebensführungsweisen von ganz normalen Menschen in reichen Gesellschaften, ohne außer Frage zu stellen, dass Großteile dieser Menschen jedenfalls wieder in ihrer eigenen Gesellschaft beherrscht werden, also in abhängigen Positionen sind, aber weltgesellschaftlich in einer machtvollen Position, also in einer Zwitterrolle eigentlich sind, in ihrer eigenen Gesellschaft womöglich unterprivilegiert oder darauf achtend, dass sie nicht den Anschluss verlieren, sie kennen die gegenwärtigen Debatten, oder in Befürchtung zukünftig abzusteigen, aber weltgesellschaftlich gesehen in einer sehr machtvollen Position, die es ihnen ermöglicht, auch in dem Streben nach mehr in ihrer eigenen Gesellschaft abzusehen von den Kosten, die das anderweitig außerhalb ihres eigenen Sozialraums produziert. Und insofern rede ich von einer Externalisierung, soziologisch gesprochen, erste Ordnung und zweite Ordnung. Erste Ordnung würde heißen, diese Gesellschaft operiert nach einer Logik, die darauf beruht, dass Kosten ausgelagert werden. Das heißt, es gibt einen materiellen Prozess, einen stofflichen Prozess, beispielsweise in puncto Klimawandel, Emissionen. Es gibt einen stofflichen Prozess der Auslagerung von Kosten an Dritte. Und es gibt aber auch einen ideellen Prozess der Auslagerung, der darüber liegt. Es gibt also eine Externalisierung zweiter Ordnung. Wir lagern das Wissen oder jedenfalls das Bewusstsein oder jedenfalls das handlungsrelevante Bewusstsein dieses Prozesses lagern wir auch noch aus. Also wir spalten nicht nur die Kosten unserer Produktions- und Lebensweise ab, sondern wir spalten auch das Wissen und das Bewusstsein darüber ab. Das könnte man jetzt psychoanalytisch weiter ausdeuten, halte ich viel davon, werde ich aber an dieser Stelle nicht tun. Das ist also eine Erläuterung zu der ersten Lebenslüge, dass der Wohlstand dieser Gesellschaft selbst geschaffen sei. Also das Produktivitätsarrangement, das Höchstproduktivitätsarrangement dieser Gesellschaft irgendwie aus einer inneren Logik heraus funktioniere. Das sagen ja auch viele soziologische Theorien, in Klammern. Hier wäre die These, dieses Arrangement beruht auf Voraussetzungen, die es selber nicht schaffen kann, sondern es muss beständig Energien von außen einspeisen, es muss die Kosten auslagern und es muss auch, um wirklich zu funktionieren, so wie es gegenwärtig immer noch funktioniert, muss es auch ermöglicht werden, das Wissen und Bewusstsein über dieses Arrangement nicht handlungsrelevant zu werden. Jedenfalls nicht in einer Weise, dass an diesem Arrangement tatsächlich etwas geändert werden wird. Das ist der erste Punkt. So viel zu unserem Wohlstand.
Der zweite Punkt ist unsere Demokratie als vorbildhaft. Das ist ja lange Zeit nicht nur von den USA vertreten worden, als sozusagen als Selbstbeschreibungsprogrammatik der Vereinigten Staaten und ihrer historisch-politischen Mission Freedom and Democracy. Das ist ja einstweilen zu einem vorläufigen Ende gekommen, diese Selbstbeschreibung. Sondern das ist ja auch, also Freiheit und Demokratie ist auch die Selbstvergewisserungsformel der hiesigen europäischen Gesellschaften seit, naja, wahrscheinlich seit 1789 oder sowas, also seit 200 Jahren. Und ich glaube, man muss es spezifizieren, das ist jetzt auch nichts Neues, aber es gibt interessante, relativ neue Literatur dazu. Diese Gesellschaft ist seit 200 Jahren eine Wachstumsdemokratie. Sie ist eine Demokratie, die, das wäre die starke These, nur deswegen funktioniert, weil sie auf wirtschaftlichem Wachstum beruht. Die schwächere These wäre, dass wirtschaftliches Wachstum, demokratische Einrichtungen und ihr Funktionieren in massiver Weise befördert und dass das Ausbleiben von wirtschaftlichem Wachstum, also das Ausbleiben genau der Steigerungslogik, die ich im ersten Punkt angesprochen habe, und es zeichnet sich ab, dass diese Steigerungslogik, also im Sinne von wirtschaftlichem Wachstum, was dann auch wieder umzuverteilen wäre, dass die tatsächlich mittelfristig sich nicht weiter so herstellen lassen könnte. Eine Demokratie, die, wenn das passiert, wenn wirtschaftliches Wachstum nicht mehr auf Dauer stabil zu garantieren ist und die Umverteilungsfrüchte dieses Wachstums auch nicht, dann kommt diese Demokratie in eine Strukturkrise. Nicht nur in eine vorübergehende Funktionskrise, die irgendwie wiederherzustellen wäre, sondern in eine Strukturkrise. Diese Demokratie ist Wachstumsdemokratie mit allen ihren Konsequenzen. Und wenn ich die neuere soziologische Literatur angesprochen habe, möchte ich Ihnen ein Buch zur Kenntnis geben, was in meinem Buch dann auch verarbeitet ist. Das Buch beruht sowieso nur auf dem Wissen anderer, was dann nochmal zusammengeführt wird und unter einer bestimmten Perspektive präsentiert wird. Es gibt ein ganz tolles Buch von Timothy Mitchell, Carbon Democracy heißt es, also Carbon-Demokratie. Kohlendemokratie, Kohlenstoffdemokratie, könnte man sagen. Und der hat, wenn man das auf den Punkt bringt, die, wie ich finde, sehr treffende These, dass wenn man historisch, soziologisch die Entwicklung der demokratischen Gesellschaften des Westens in den letzten 200 Jahren rekonstruiert, dann wird man sehen, dass die Demokratisierung ganz stark an die Fossilisierung und Karbonisierung dieser Gesellschaft gekoppelt ist. Also Kohlenstoffdemokratie. Und Mitchell sagt, man müsste nicht nur die politische Ökonomie von modernen demokratisch-kapitalistischen Gesellschaften sich anschauen, also wie funktioniert das Verhältnis von Markt und Staat, wie hat sich das entwickelt, diese politische Ökonomie, wie sieht die heute aus, sondern man muss sich auch die politische Ökologie dieser Gesellschaften anschauen. Und insofern sagt er, politische Ökonomie und politische Ökologie zusammen spannend und sozusagen gegeneinander, miteinander diskutieren, sagt er, im Grunde genommen hat sich in den westlichen Industriegesellschaften über die Zeit so etwas wie eine Kohlenstoffdemokratie etabliert. Das heißt, das spezifische Energieregime, was sich in den, also namentlich zunächst europäischen, sich industrialisierenden Gesellschaften etabliert hat. Dieses spezifische Energieregime, nämlich also die Verwertung im Produktionsprozess von fossilen Energieträgern. Dieses Energieregime ist die Basis für das gesamte Gebäude an Organisationsstrukturen, Anrechtsstrukturen, Berechtigungsstrukturen, Teilhabestrukturen, demokratischen Strukturen in den modernen Gesellschaften. Also auf einfache Weise formuliert, erst mit dem Setzen können auf fossile Energieträger ist die Form der Industrialisierung in Europa möglich, wie wir sie in den letzten 200 Jahren erlebt haben. Erst auf dieser Grundlage ist es dann auch möglich, dass das Wirtschaftswachstum sozusagen abhebt. Ja, erst seit dieser Zeit haben wir Wachstumsraten, wie sie uns heute quasi normal erscheinen oder von denen wir denken, wir müssten sie kurz- oder mittelfristig wieder erreichen können. Erst seitdem haben wir über Wirtschaftswachstum, also über die fossilen Energieträger und das dadurch angeregte Wirtschaftswachstum, die Möglichkeit der so gestalteten Industrialisierung, haben wir im Grunde genommen die durch
Verarbeiterlichung und Verlohnarbeiterlichung der Gesellschaft, also industrielle Arbeit wird zur Lohnarbeit, die entsprechenden Klassenkonflikte geben sich aus diesem industriefossilistischen Regime, also Arbeit und Kapital in der Weise, wie sie gegeneinander gestellt wurden im Industrialisierungsprozess Europas seit Anfang des spätestens 19. Jahrhunderts. Daraus ergeben sich die bestimmten Organisationsformen von Kapital und Arbeit. Das Wirtschaftswachstum fossilistisch angetrieben, industriell angetrieben, ermöglicht aber auch sozusagen Konflikteinhegungen zwischen Arbeit und Kapital. Ich komme nachher dazu im dritten Punkt. Ermöglicht den sozialen Frieden, den diese Gesellschaften dann im 20. Jahrhundert nach dem Zweiten Weltkrieg genossen haben. Also das gesamte Arrangement von Organisationsformen, Einhegung des Klassenkonfliktes, erstmal Entstehung des Klassenkonfliktes, aber dann auch Einhegung des Klassenkonfliktes, Beteiligungsrechte, ja, soziale Rechte, Umverteilung, Wohlfahrtsstaatlichkeit, all diese Formen einer entwickelten demokratisch-kapitalistischen Gesellschaft beruhen maßgeblich nach Mitchell auf dem Energieregime dieser Gesellschaft. Also erst die Möglichkeit, ein so geformtes Wachstum auf Dauer zu stellen. Und er sagt, das fängt mit der Kohle an und kriegt dann sozusagen einen richtigen Beschleunigungsschub mit dem Öl. Also das Öl, Erdöl, ist sozusagen das Schmiermittel dann im wahrsten Sinne des Wortes der Kohlenstoffdemokratie. Also einerseits von Einrichtung dieser Gesellschaft, die es ermöglicht, breiten gesellschaftlichen Mehrheiten Teilhabe am Wachstum und an Wohlstand zu gewährleisten. Bei allen sozialen Ungleichheiten, auch klassenstrukturellen Ungleichheiten, die erhalten bleiben. Sozusagen das ölgetriebene Wachstumsmodell ermöglicht es überhaupt, diese Umverteilung, diese Umverteilungsdemokratie einzurichten und am Leben zu halten. Und mit dem Öl, was gegenüber der Kohle viele Vorteile hat oder überhaupt gegenüber anderen Energieträgern massive Vorteile hat, ja, der Konzentration an einem Ort und gleichzeitig auch der Möglichkeit des Transports, das ermöglicht es erst, dass sich dieses Wachstums-, Wohlfahrts-, Demokratie-Arrangement einrichtet und stabilisiert. Und es hängt am Tropf dieses Energieregimes. Das ist seine These. Also die Lebenschancen, die Berechtigungsstrukturen, die Anspruchsstrukturen, auch die sich geformt haben in dieser Gesellschaft, auch die Ungleichheiten, die aber eingehegt sind in den fortgeschrittenen demokratisch-kapitalistischen Gesellschaften auf Grundlage ihres Energieregimes, das alles ist eine historisch ganz spezifische, ganz einzigartige Konstellation. Und meine These wäre, dass diese Konstellation an ein Ende kommt. Gegenwärtig. Und ich lese dazu, wenn das gewünscht ist, und es muss ja gewünscht sein, ich bin ja eingeladen, ich darf ja tun, was ich will, würde ich Ihnen einfach aus dem einschlägigen Kapitel, das sind auch nur 3 Seiten, die lese ich Ihnen vor. Also jetzt wird es ganz schön, schließen Sie die Augen, lauschen Sie. Das Ganze heißt Staatsbürgerschaftsrechte und Kohlenstoffdemokratie, das Dampfboot ist voll. Genau, das ist das Kapitel. Und es nimmt nochmal die Idee der Kohlenstoffdemokratie auf und führt das zu dem argumentativen Punkt, wo die Aussage ist, diese Kohlenstoffdemokratie mit ihren relativ positiven Wirkungen nach innen und ihrem Externalisierungsarrangement nach außen kommt so, wie sie im wahrsten Sinne des Wortes gewachsen ist in den letzten Jahrzehnten, kommt an ein Ende. Und in Klammern, das ist keine Zusammenbruchstheorie des Kapitalismus. Klammer zu. Nicht umsonst steht Kohle hierzulande immer noch als umgangssprachliche Metapher für Geld, Vermögen, Wohlstand. Mit der Ausdehnung und Intensivierung des Kohlebergbaus in unseren Breitengraden Mitte des 19. Jahrhunderts fing gewissermaßen alles an, was die moderne Externalisierungsgesellschaft bis heute ausmacht. Das permanente wirtschaftliche Wachstum, der Aufstieg von Großindustrie und industrieller Lohnarbeit, die Kämpfe der Lohnarbeitenden um soziale Rechte und ihre zunehmende Organisationsmacht, wachsender materieller Wohlstand auch für die besitzlosen Klassen, die Doppelbewegung von Massenproduktion und Massenkonsum, die klassenübergreifende Verbreitung eines ressourcen- und emissionsintensiven Lebensstils. Auf ein nochmals höheres, erweitertes Niveau gehoben, ja gewissermaßen auf die Spitze getrieben, wurde diese gesellschaftliche Gesamtdynamik durch die im Zuge des 20. Jahrhunderts vollzogene Umstellung, ich habe es gesagt, von der Kohle auf das Erdöl als ökonomisches, politisches und soziales Schmiermittel des westlich-industrialistischen, demokratisch-kapitalistischen Way of Life. Die scheinbar grenzenlose Verfügbarkeit des schwarzen Goldes als billiger und mobiler Rohstoff
dessen Förderung räumlich viel einfacher von seinem Verbrauch entkoppelt werden konnte, als dies noch bei der Kohle der Fall gewesen war, revolutionierte die Gesellschaften des globalen Nordens und die Lebensführungsmuster breiter Bevölkerungsmehrheiten in ihnen. Auf diese Weise war spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg eine Gesellschaft entstanden, die in praktisch jeder Hinsicht am Tropf der Bohrtürme und Pipelines hing. In ihrem Wohlstand, in ihren Alltagspraktiken, in ihrer machtvollen Position im Weltsystem. Was man den fossilistischen Kapitalismus nennen mag, also eine auf der massenhaften Nutzung fossiler Brennstoffe, Braun- und Steinkohle, Erdöl und Erdgas aufbauende Organisation der Ökonomie, brannte sich in alle gesellschaftlichen Institutionen ein und durchwirkte fortan sämtliche gesellschaftliche Lebensbereiche. Der Carbon-Kapitalismus sickerte tief in die Köpfe, Körper und Herzen der Menschen im globalen Norden ein. Und zwar aus dem ganz elementaren Grund, dass ihre soziale Reproduktion, ihre Erwerbseinkommen, ihr materieller Lebensunterhalt, ihre gesamte alltägliche Lebensführung nunmehr unmittelbar an eine bestimmte Form der Ressourcenausbeutung, Energiegewinnung und Produktionsorganisation gekoppelt war. Die basalen, in jedem Sinne berechtigten Interessen der in ihrer übergroßen Mehrheit Lohnabhängigen an einem besseren, vielleicht sogar guten Leben, an politischer Beteiligung, gesellschaftlicher Mitsprache, an sozialem Aufstieg und einem Stück eigenen Leben trugen maßgeblich dazu bei, dass die westlichen Industriekapitalismen zu Carbondemokratien wurden. Letztlich waren diese von einer ganz großen gesellschaftlichen Koalition getragen. Wer am steigenden Wohlstand teilhaben wollte, musste ebenso an einer Fortschreibung des neuen gesellschaftlichen Reproduktionsmodells interessiert sein, wie diejenigen, die sich in ihren Wahlprogrammen der dauerhaften Stabilisierung und möglichst sogar weitergehenden Steigerung ökonomischer Prosperität verschrieben. Industriekapitalismus und Kohlenstoffdemokratie wurden somit zu den Treibhäusern einer Gesellschaft, deren Produktions- und Konsummuster, Arbeits- und Lebensweisen, Alltagswahrnehmungen und Praktiken auf der beständigen Einspeisung billiger Rohstoffe und der effektiven Auslagerung der ökonomischen, ökologischen und sozialen Kosten dieses Gesamtarrangements beruhten. Man kann es aber auch einfacher sagen. Das überzeugende Weiter-so wurde zum gesamtgesellschaftlichen Projekt des globalen Nordens. Anderswo Natur ausbeuten, billige Arbeit nutzen, Waren absetzen und ökologische Senken beanspruchen, zu Hause aber den Wohlstand steigern, Massenkonsum fördern, intelligent und sauber produzieren und soziale Rechte zugestehen, das ist die letztlich schlichte Rechnung der Externalisierungsgesellschaft, die über die Zeit immer besser aufging. So gut, dass es irgendwann zu einer die breite Zustimmung zum Gesamtarrangement fördernden Konstellation kam, in der hierzulande gleichzeitig die Wirtschaft brummte, mehr Demokratie gewagt und auch noch der Himmel über der Ruhr wieder blau wurde. Ein veritables Gesellschaftswunder. Ein wohlstandskapitalistisches Win-Win-Spiel, zu dem aber eben auch gehörte, für sich selbst Zugänge zur Außenwelt zu eröffnen, das Übergreifen des Außen auf die Innenwelt aber zu verhindern. Diese irgendwie geniale Konstruktion aufrechterhalten, den für einen selbst derart vorteilhaften globalen Status quo bewahren zu wollen, wer sollte der Externalisierungsgesellschaft dieses Ansinnen verdenken? Ein Motiv, das in der Tat bei den Hauptprofiteuren unter den Profiteuren, bei den großen Unternehmen und Kapitaleignern in den reichen Gesellschaften der Welt am allerstärksten verankert sein dürfte, aber das eben unweigerlich auch die einfachen Leute der Externalisierungsgesellschaft bewegt. Die Kohlenstoffdemokratie löste nicht das kapitalistische Strukturproblem systematisch ungleicher Lebenslagen für Kapitalbesitzer auf der einen und Lohnarbeitende auf der anderen Seite. Sie änderte im Kern nichts an den ungleichen Lebenschancen von Arm und Reich im eigenen Land, aber sie hob doch den gesamtgesellschaftlichen Lebensstandard und das allgemeine Konsumniveau in den reichen und zunehmend reicheren industriekapitalistischen Ländern auf zuvor ungekannte und ungeahnte Höhen, von wo aus man dann auf die unterentwickelten Nationen der restlichen Welt herunterschauen konnte und einen Blick auf die mit der Zeit nicht mehr vor der eigenen Haustür, sondern irgendwo am anderen Ende der Welt zerstörte Natur werfen mochte, aber wenn man nicht wollte, auch nicht unbedingt musste. Irgendwie sitzen wir seither alle im selben Boot, in einem kohlenstoffgetriebenen, luxussanierten und repräsentativ-demokratischen Dampfkreuzer namens Externalisierungsgesellschaft. Und plötzlich kommen uns da auf unserer großen Fahrt ins Glück doch Schlauchboote und Schleuserbanden in die Quere. Und Schlauchboote und Schleuserbanden sind das Stichwort für den dritten Abschnitt, bin dann auch demnächst dann durch damit. Drittens, also das war unser Wohlstand, der ja nicht zuletzt, vielleicht sogar zuerst anderswo produziert wird. Unsere Demokratie, die eine ja, Demokratie unter großen Vorbehalten, nämlich dem fossilistischen, mit all seinen Konsequenzen ist. Und das dritte ist unser Frieden.
Man kann sagen, jetzt metaphorisch, wir haben unseren Frieden gemacht mit den externalisierungsgesellschaftlichen Verhältnissen hierzulande. Und wir haben unseren Frieden damit machen können, weil der Krieg woanders stattfindet. Zum Beispiel in Mexiko oder auf den Philippinen. Dann lesen wir Berichte über den Drogenkrieg und finden das alles ganz schrecklich. Und dann müsste man überlegen, wo die Drogen hingehen, wer da für wen produziert, mit welchen Konstellationen in demokratisch-kapitalistischen Gesellschaften, wo doch solche Kriege nie und nimmer herrschen würden, das eigentlich zusammenhängt. Also der Krieg findet in Mexiko und auf den Philippinen statt mit vielen tausenden Toten jedes Jahr. Er findet, das ist uns etwas näher, aber auch das bringen wir selten mit dem in Verbindung, was ich vorher hier dargelegt habe. In Syrien oder Libyen findet dieser Krieg ebenso statt. Die Externalisierungsgesellschaft, das wäre die These in diesem dritten Teil, hat, jetzt klingt es irgendwie so wie ein hyperkluges Arrangement, aber für eine gewisse Zeit hat das einigermaßen gut funktioniert, aber das war keine Blaupause, es hat sich so entwickelt unter konflikthaften Auseinandersetzungen, aber dann letztlich eben mit großen Gewinnen, relativen Gewinnen für Bevölkerungsmehrheiten, sonst hätte sich dieses Arrangement auch nicht auf Dauer einrichten und halten können. Die Externalisierungsgesellschaft hat auch Krieg und Gewalt ausgelagert. Es gibt also vielleicht sogar noch eine Externalisierung dritter Ordnung. Krieg und Gewalt sind aus den demokratisch-kapitalistischen Gesellschaften des globalen Nordens, des Westens, mysteriöserweise verschwunden. Waren da und sind dann irgendwie ausgelagert worden. Jetzt wird, Amerika gesagt, ja klar, auch das ist sozialstrukturell gebrochen. Es gibt in den USA, es gibt in Frankreich, es gibt in Deutschland Regionen, Sozialräume, lokale Sozialräume, für die das nicht gilt. Aber im gesamtgesellschaftlichen Kontext und auch in der Wahrnehmung der Gesellschaft ist die europäische Geschichte nach 1945 mit der Abwesenheit von Krieg und mit der Sicherung des inneren Sozialraums verbunden. Und auch da müsste man sich fragen, worauf beruht es und beruht der soziale Friede, also der soziale Friede, der gerade in der Bundesrepublik Deutschland nicht zufällig nach 1945 hochgehalten wurde als dann die zentrale oder eine der zentralen Stabilitätssäulen dieser Gesellschaft. Arbeit und Kapital stehen sich nicht mehr im Klassenkampf gegenüber, sondern sind sozial befriedet und das hat positive Wirkung nicht nur für die Produktivität dieser Ökonomie, Wirtschaftswunder allenthalben, sondern eben auch für das Zusammenleben in Gesellschaft und für die Möglichkeit über Umverteilungsprozesse friedliche Alltagsbeziehungen zwischen sehr unterschiedlichen, auch sozial unterschiedlich positionierten Menschen einzurichten. Und dieser soziale Friede hängt doch auch zusammen mit dem Unfrieden, den er anderswo stiftet. Also es gibt Wohlstand hier und Übelstand woanders, es gibt Frieden hier und es gibt Unfrieden woanders, was nicht heißt, dass es hier überhaupt keinen Unfrieden gäbe. Aber doch muss ich sagen, oder würde ich sagen, dass die Phase seit 1945 eigentlich in der Selbstbeschreibung, Selbstverständnis dieser Gesellschaft die Phase der Abwesenheit von Krieg und des sozialen Friedens ist. Anderswo herrschen Ressourcenkriege und ethnische Konflikte, also als ethnisch gerahmte Konflikte. Es herrschen, wie gesagt, Drogenkriege und Klassenkämpfe, aber nicht in den hochentwickelten demokratisch-kapitalistischen Gesellschaften. Und jetzt kehrt sie, das wäre die These, langsam zurück. Die Gewalttätigkeit, die Gewaltförmigkeit der Externalisierungsgesellschaft kehrt langsam zurück, schlägt langsam auf die Externalisierungsgesellschaft selbst zurück. Sie sickert wieder zunehmend ein in die externalisierungsgesellschaftlichen Verhältnisse hierzulande. Und damit meine ich nicht in erster Instanz die Tatsache, dass beispielsweise die Fluchtmigration der letzten anderthalb bis zwei Jahre ja selbstverständlich gewertet werden kann als ein Rückschlagen von Externalisierungsgesellschaft, also von Kostenauslagerungsprozessen auf die auslagernden Gesellschaften selbst. Die Konflikte ethnischer, ökonomischer, sozialer, ökologischer Art, die in weiten Weltregionen herrschen, diese massiven Konflikte, die gewaltsam ausgetragen werden, tragen mit dazu bei, dass Menschen herkommen, die entweder ihre existenzielle Sicherheit hierzulande gewährleistet gesehen wollen oder die einfach nur nach mehr Lebenschancen streben und aus den Sozialräumen, in denen Lebenschancen ihnen strukturell verwehrt sind oder sogar
aktiv vernichtet werden, aus diesen Sozialräumen auswandern und ihr Glück zu finden versuchen in dieser Gesellschaft oder in den reichen Gesellschaften, dort ein Stück vom Kuchen abhaben wollen. Das ist sozusagen die ausgelagerte Gewalt, die dort vor Ort zu Prozessen führt, die dann auch wieder hier sichtbar werden. Also wir haben es im letzten und vorletzten Jahr dann in neuartiger Form jedenfalls für in der jüngeren Zeit dieser Gesellschaft erlebt. Aber ich glaube, die Gewalt kehrt vor allem zurück in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit genau diesem Prozess. Also die Formen, diesen Prozess der Migrationsbewegungen, die Europa erreichen oder erreichen wollen, die Formen der Auseinandersetzung mit diesen Prozessen nehmen zunehmend Gewaltformen an. Also der innergesellschaftliche Prozess, die soziale Befriedung dieses Landes gerät in Gefahr. Das könnte man sozusagen moralisieren sagen. Er wird prekär. Der soziale Friede in dieser Gesellschaft wird prekär in Konfrontation mit den Folgewirkungen des eigenen Externalisierungshandelns. Das wäre die These. Und die Gewaltförmigkeit der Reaktion auf die Migrationsbewegungen der jüngeren Zeit sprechen meines Erachtens Bände für und stehen womöglich repräsentativ für das, was wir in mittlerer und längerer Sicht zu erwarten haben. An Rückkehr von Gewalt in diese Gesellschaft, die diese Gewalt, die diese Gesellschaft auf erstaunliche Weise ausblenden und auslagern konnte über längere Zeit. Also militärische Abschottung an den europäischen Außengrenzen oder an den von Europa gesetzten Außengrenzen Europas, polizeiliche Kontrolle nach außen und im Inneren, soziale Schließungsprozesse gegen Zuwandernde aller Art, also soziale Schließungsprozesse aller Art, aggressiver, manchmal unterschwelliger, manchmal nur latenter, manchmal aber ganz manifester, offensichtlicher Rassismus bis weit in die Mitte der Gesellschaft hinein. Das sind gewaltförmige, also Abstufung Gewalt, gewaltförmige Reaktionen, die meines Erachtens nicht in erster Linie dafür stehen, dass in dieser Gesellschaft breite Bevölkerungsmehrheiten unmittelbar vor dem sozialen Abstieg stehen würden. Nicht in Frage stellt, dass es größere Sozialmilieus in dieser Gesellschaft gibt, die schon sozial abgestiegen sind, die sozialen Abstieg auch sehr, nicht nur subjektiv wahrnehmen, sondern der ihnen auch objektiv droht. Aber ich glaube, für die breite Mehrheit der Mittelschichten dieser Gesellschaft und zumal der oberen Mittelschichten in dieser Gesellschaft steht nicht der soziale Abstieg in diesem engeren Sinne ins Haus, aber es steht ins Haus, das, was ich angedeutet habe, dass das gesellschaftliche Reproduktionsarrangement, was sich über Jahrzehnte hier eingestellt hat und was für uns selbstverständlich geworden ist, dass das nicht mehr trägt. Und ich glaube, was wir gegenwärtig an, wie auch immer man es nennen möchte, Rechtspopulismus, Rassismus, auch an Formen der Gewalt erleben, dass das dafür steht, dass es sich abzuzeichnen beginnt, dass dieser Externalisierungsvertrag der Kohlenstoffdemokratie nicht mehr funktioniert. Ich glaube, dass es eine Ahnung gibt in wachsenden Milieus in dieser Gesellschaft, eine Ahnung, dass der, man kann sagen, der Gesellschaftsvertrag, auf dem das Funktionieren dieser Gesellschaft beruhte, zunehmend nicht mehr eingehalten wird. Meines Erachtens lautet dieser Gesellschaftsvertrag ungefähr so, es gibt ein Übereinkommen zwischen den Eliten, also allen möglichen Funktionseliten und den Massen, großen Bevölkerungsmehrheiten, zwischen den Herrschenden und den Beherrschten, dass die Beherrschten die Herrschaft der Herrschenden anerkennen. Also es gibt eine Anerkennung sozusagen der eingerichteten Herrschaftsverhältnisse in dieser Gesellschaft und zwar auf der Grundlage des Vertrags. Ihr herrschende Eliten sorgt für permanentes Wirtschaftswachstum und für einen steigenden Wohlstand, ja. Sorgt für Partizipationsmöglichkeiten, wird immer ungleich verteilt, aber mit Ausblick darauf, dass man vielleicht in Zukunft mehr teilhaben könnte, sorgt für Teilhabemöglichkeiten an diesem Wachstum, dem Wohlstand und haltet uns gleichzeitig, das ist die andere Seite dieses Vertrags, haltet uns die Kosten dieses Vertrags, dieses Wohlstands, dieses Wachstums und die Konsequenzen, die es anderswo zeitigt, vom Hals. Ich glaube, das auf eine unzulässig einfache Weise reduziert, war der Gesellschaftsvertrag der demokratischen Kapitalismen nach 1945 in der westlichen Welt und
Ich glaube, dass, wie gesagt, Rechtspopulismus, Extremismus der Mitte, Wohlstandschauvinismus, auch Formen des Staatsrassismus Ausdruck sind dafür, dass sich zunehmend das Unbehagen verbreitet, die Ahnung, ja, die kriechende Ahnung, dass das Leben auf Kosten anderer nicht mehr so reibungslos vonstatten gehen wird, wie das für eine bestimmte historische Phase der Fall gewesen ist. Und Fluchtmigration und die Reaktionsweisen darauf sind meines Erachtens sozusagen ein Schlaglicht auf einerseits die Folgen, die aus der hier eingerichteten Produktions- und Lebensweise resultieren, und ein Schlaglicht auf die erwartbaren Reaktionen, wenn die Kosten, die es produziert, sozusagen, wenn wir die Rechnung dafür präsentiert bekommen. Das, ich komme jetzt gleich zum Schluss, das knüpft eben an den Externalisierungshabitus, und das Relevante für die Diagnose ist, dass es jetzt nicht nur die Eliten sind, die irgendwie Angst haben müssten, dass ihnen die Bevölkerung, die Mehrheitsbevölkerung, die Gefolgschaft kündigt, ja, und es eine Entkopplung, das ist ja die gängige These, Entkopplung zwischen, ja, politisch Herrschenden und der Wahlbevölkerung gibt und sich daraus dann entsprechende Spannungen ergeben, sondern Bevölkerungsmehrheiten müssen damit rechnen, dass die für sie gewohnten, verkörperlichten, ganz selbstverständlich gewordenen, auch als Anspruch an sich selbst und an andere und an die Politik gesetzten Lebensführungsweisen das liebgewonnene, normale Externalisierungsleben so in Zukunft nicht mehr zu führen sein wird. Und dass das, was einem bislang vom Hals gehalten wurde, einem jetzt an den Kragen geht. Das ist, glaube ich, das steckt, dieses Unbehagen steckt hinter dem Einsickern von entsprechenden Abwehrhaltungen auch in die Mittelschichten, in die oberen Mittelschichten, die also jetzt nicht unmittelbar um ihren Sozialstatus, um ihre Einkommensposition heute, morgen oder übermorgen fürchten müssen, aber sehr wohl um das Grundarrangement, auf dem ihre Position beruht. Und auch da, glaube ich, kommt man psychoanalytisch weiter, mache ich jetzt hier auch nicht, aber das Unheimliche, tolle Passagen bei Freud über das Unheimliche dieses drohenden Verlustes, das Unheimliche, das ans Licht kommt, worauf eigentlich diese wunderbare Art und Weise des Lebens hierzulande beruht, dass das ans Licht kommen könnte. Dieses Unheimliche, das drohende Unheimliche, das kann, glaube ich, mit erklären, warum diese Reaktionen auf den drohenden Abstieg so voller Angst und Wut, Abwehr und Ausschluss handeln, Hass und eben auch Gewalt sind. Und ich glaube, damit mache ich jetzt Schluss, angemessen pessimistisch, ich glaube, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass diese Rückkehr der Gewalt auf Dauer gestellt wird, also Rückkehr in Anführungszeichen, sich auf Dauer stellen wird. Also das Soziale, die sozialen Phänomene, mit denen wir gegenwärtig zu tun haben, werden, glaube ich, nicht wie in einem Zyklus es auf und ab wieder verschwinden, sondern die werden auf Dauer gestellt. Und die politische Gestaltungsaufgabe und auch die Aufgabe der politischen Auseinandersetzung des Kampfes ist die Frage, wie man sich nicht nur mit den Symptomen der Abwehr auseinandersetzt, sondern mit den Strukturen, die dem zugrunde liegen. Vielen Dank. Für dieses reiche Material, was wir jetzt haben. Felix, kannst du mein Mikrofon? Okay. Für dieses reiche Material, was wir jetzt haben für eine Diskussion. Ich hätte jetzt eigentlich auch erstmal gefragt, Sie, welche Haltung Sie jetzt aus dem, was Sie uns ausgeführt haben, selber entwickeln. Aber Sie haben in gewisser Weise jetzt auch schon geantwortet. Ich möchte jetzt zur Diskussion einladen und ausdrücklich auch einladen, eigene Meinungen zu sagen und nicht nur Fragen zu stellen. Normalerweise heißt es immer nur Fragen, aber ich finde eigentlich umgekehrt, wir sind ja oft hier sehr qualifiziert alle und sehr aktiv in verschiedenen sozialen Bewegungen und haben einfach viel zu sagen. Und es ist ja dann auch für Sie schön, wenn Sie in einen Dialog kommen. Insofern, also wenn mir jetzt noch jemand helfen würde mit einem Saalmikro,
oder die Leute müssen nach vorne kommen. Da vorne ist es. Und ich habe jetzt natürlich keine Reihenfolge, aber dann fangen wir einfach mal, Moment, dann machen wir es einfach mal so, Wechsel, Frau, Mann. Dann ist es schon mal, dann kannst du schon mal hinten anfangen vor dem Fenster, weil du da eh gerade stehst, Klaus. Die beiden haben sich hinten gemeldet. Ja, hallo, ich habe vielen herzlichen Dank erstmal für Ihren Vortrag. Ich habe noch zwei Fragen dazu. Vielleicht habe ich aber auch was am Ende jetzt nicht genau verstanden. Sie haben einerseits gesagt, dass es bei diesem neuen, bei dieser neuen Gewalt nicht um eine Abstiegsangst geht, weil eben diese Gruppen nicht konkret von einem gesellschaftlichen Abstieg bedroht sind. Andererseits sagen Sie, dass von einer Angst vor der Aufkündigung dieses Gesellschaftsvertrags herrührt. Und jetzt frage ich mich, ob diese Angst vor dieser Aufkündigung nicht eben dann doch am Ende wieder die Angst vor dem Abstieg der eigenen sozialen Gruppe ist und wie das zusammengeht. Und ich frage mich auch, Sie sind jetzt ganz am Rande auf die rechte Gewalt eingegangen. Jetzt sind aber die linken Milieus in unserer Gesellschaft ja durchaus auch von dieser Aufkündigung des Gesellschaftsvertrags bedroht. Und ich frage mich dann schon auch, was es da für Gewaltformen gibt. Ob es da welche gibt, Ihrer Meinung nach, ob das nur das rechte Milieu betrifft oder ob sich das dann notwendigerweise nur in rechter Gewalt äußert oder ob es da auch andere Formen gibt. Soll ich das so machen? Also ich antworte sofort, aber versuche es dann nicht so lang zu machen, damit möglichst viele auch an die Reihe noch kommen. Mit dem ersten Punkt haben Sie recht auf eine Weise, wenn man jetzt Abstieg im allgemeinsten Sinne versteht. Die These war eigentlich gerichtet gegen die gegenwärtig sich meines Erachtens sowohl sozialwissenschaftlich wie auch öffentlich etablierende Deutung, dass es tatsächlich die Abstiegsängste der sozialen Mitte, der gesellschaftlichen Mitte im engeren Sinne seien, die jetzt an die Politik adressiert werden. Also dass große Mehrheiten der gesellschaftlichen Mitte, und es gibt ja auch Parteien von rechts und links, die genau das thematisieren, jetzt auch mit Blick auf den Bundestagswahlkampf, dass es tatsächlich in der Breite der Mitte so sei, dass sie vom Abstieg bedroht sei. Also, und das wird dann häufig in Einkommenspositionen, in Einkommenslagen und in der mittleren Zukunft oder dann womöglich intergenerational, dass die Kinder nicht mehr dieselben Aufstiegschancen haben, wie die Eltern thematisiert. Ich glaube, dass das eine teilweise richtige, in der Verallgemeinerung glaube ich nicht mehr tragende Deutung ist, die aber meines Erachtens das Wesentliche übersieht, dass diese Angst sehr viel weiter geht, sehr viel grundsätzlicher ist und deswegen auch nur erklären kann, dass da jetzt nicht nur tatsächlich objektiv gefährdete Milieus unterwegs sind, die diese Angst womöglich auch formulieren oder in sich tragen, sondern dass es viel weiter geht und eine viel weitergehende Bedeutung hat, nämlich dass tatsächlich schwant, dass die normale Form des Lebens nicht mehr möglich sein wird. Ja, und es ist nicht darum die Frage, ob man im nächsten Jahr keine Lohnsteigerung haben wird oder ob man sein Haus abbezahlen können wird, sondern tatsächlich die ganz üblichen alltäglichen Lebensweisen, ob die überhaupt noch zu halten sein werden. Und ich glaube, das geht viel weiter hinaus über diese Diagnose der Abstiegsgesellschaft, die ja auch nicht mit in Rechnung stellt, auf welchen Grundlagen sich eigentlich die Aufstiegsgesellschaft eingerichtet hat. Ja, und die Abstiegsgesellschaft ist, glaube ich, nicht eine des sozialen Abstiegs relativ zu Positionen in dieser Gesellschaft. Ja, also man kommt nicht mehr mit anderen Positionsinhabern in dieser Gesellschaft, sondern ich glaube, wenn von der Abstiegsgesellschaft die Rede ist, dann ist, glaube ich, treffender zu sagen, dass insgesamt, und das haben Sie jetzt dann im zweiten Teil angedeutet, dann Weltgesellschaft der Abstieg ansteht, nämlich dass die Reproduktionsweise dieser Gesellschaft nicht mehr zu halten sein wird. Und das betrifft dann sozusagen unterschiedliche Gruppen. Und jetzt habe ich doch nicht kurz geantwortet. Ja, aber ich habe hier auch noch ein Zitat aus Ihrem Buch, das ich auch ganz gut finde im Zusammenhang. Die Rede von der Externalisierungsgesellschaft, also die öffentliche Rede, bricht mit der Schweigespirale des Wohlstandskapitalismus. Also das ist in Ihrem Buch auch sehr stark eine Hoffnung, dass wenn wir das in aller Tiefe, auch in der Tiefe unserer Ängste, aber auch in der Tiefe politischer Erkenntnis thematisieren öffentlich, dass das auch dann ein Mittel gegen die Angst ist und gegen die Gewalt. Ja, womöglich. Ich glaube, dass die Diagnose es erstmal noch mal schwieriger macht und das Ganze verkompliziert, weil man eben nicht
Positionen vertreten kann, ausschließlich zu sagen, wir müssen jetzt irgendwie ja, die soziale Situation und die Lebenslagen der schlechter Gestellten dieser Gesellschaft in den Blick nehmen. Das alleine kann dann eben nicht mehr Programmatik sein, sondern man muss die Positionierung in dieser Gesellschaft im Kontext von weltgesellschaftlichen Positionen betrachten. Und dann kann eine allein nationalsoziale Strategie ja, der Anhebung der Lebenslagen der schlechter Gestellten kann nicht mehr tragen. Genau das ist aber das, was wir in weiten Teilen der Politik gegenwärtig erleben, dass gesagt wird, ja, Ungleichheit wird wieder entdeckt und wir müssen die am schlechtesten Gestellten in unserer Gesellschaft wieder bedienen. Das ist richtig, aber das ist eingebettet in die Frage, inwiefern profitiert diese Gesellschaft insgesamt in ihrer gesamten Sozialstruktur von der Einrichtung der weltgesellschaftlichen Verhältnisse. Und das verkompliziert erstmal die politische Frage. Daneben war noch... Dann hier vorne. Von mir auch ein großes Dankeschön für den Vortrag. Ich möchte gleich beim Thema bleiben. Beim Drohnenverlust, was mich interessieren würde, wir haben ja in Europa eine sehr unterschiedliche Entwicklung, gerade in den südeuropäischen Ländern, wo wir eigentlich schon über den Drohnenverlust hinaus sind und wo vielleicht mit Ausnahme Griechenland nicht so der Rechtsdruck zu vernehmen ist. Wie Sie da zu sehen oder was Sie dafür eine Analyse dazu haben, würde mich interessieren. Ja, also von daher kann man natürlich sagen, naja, das ist eine deutsche Analyse, ja, also dann doch wieder irgendwie auf hiesige Verhältnisse zentriert, weil aus Griechenland würde man das nochmal anders schreiben. Ich finde, dass, weiß nicht, ob ich es jetzt richtig verstanden habe, ich finde, dass es erstaunlich ist, wie wenig Rechtsdruck es in Griechenland gibt, angesichts der Zerstörung von sozialen Strukturen in dieser Gesellschaft, von Institutionen, von Infrastrukturen, ist es wahnwitzig, ja, dass dort der Rechtsruck eigentlich einigermaßen beschränkt ist. Ja, anders. Also er ist in Frankreich zum Beispiel viel stärker gegenwärtig. Ja, und stellen Sie sich mal vor, es gäbe Einkommensverluste und Lebensstandardverluste und Normalitätsverluste hierzulande, auch nur annähernd in der Weise, wie es in Griechenland in den letzten 5-6 Jahren der Fall gewesen ist. Was hier los wäre in der nicht nur Kohlenstoffdemokratie, sondern in der absoluten Wohlstandsdemokratie Deutschland. Ja, und das nimmt dann vielleicht auch Bezug auf die zweite Frage, die zuerst gestellt wurde, die ich nicht beantwortet habe. Weil ich glaube, wenn sowas andeutungsweise auch nur kommt, ich meine, wir sind jetzt in der Situation, wo Deutschland der Profiteur der europäischen, ja, Wirtschaftsbeziehungen ist, und zwar massiv in den letzten Jahren. Auch das wird nicht dauerhaft sich aufrechterhalten lassen können. Und wenn nur ansatzweise hier krisenhafte Erscheinungen so eintreten, wie es in Griechenland der Fall gewesen ist, dann wird sich Gewalt, und das würde ich sagen in unterschiedlichen Formen, nicht nur im Sinne von rechter Gewalt äußern, sondern werden, glaube ich, auch die eingerichteten sozialfriedlichen Beziehungen dieser Gesellschaft insgesamt auf eine ganz harte Probe gestellt. Auf eine ganz harte Probe, weil diese Gesellschaft, gerade die deutsche Demokratie, ist wirklich eine schöne Wetter, eine Wirtschaftswachstums-, Wohlstands-, Wohlfahrtsdemokratie. Und welche Hoffnungen zum Beispiel an Rot-Rot-Grün dann zu knüpfen wären, wird sich heute Nachmittag unser Podium auch beschäftigen, also wo wir auch viele Gedanken, die jetzt kommen, auch weiterentwickeln können. Muss ich entscheiden, wer den nächsten? Ja, sagen wir das so. Ja, okay. Vielen Dank für den Vortrag. Aus ökologisch-sozialistischer Position kann ich das natürlich sehr gut nachvollziehen. Und es gibt jetzt allerdings das Problem natürlich den Aufstieg der AfD. Und da sehe ich natürlich, momentan wäre es noch relativ einfach, sie argumentativ zu stoppen, weil momentan betreiben sie noch eine ausländerfeindlich-neoliberale Politik. Aber Sie haben es ja schon angesprochen, die nationalsoziale Frage der Höckeflügel, ich will jetzt nicht sagen nationalsozialistisch, weil die NSDAP war auch nicht sozialistisch, aber sie hat auf dem sozialistischen Klavier gespielt mit Phrasen und so weiter. Aber wenn die nationalsoziale Richtung sich in der AfD durchsetzt, dann werden wir es verdammt schwer haben, da was gegenzusetzen. Und deshalb ist meine These, dass das nur geht mit einer ernsthaften Kritik der kapitalistischen Produktionsweise, so wie Sie das hier dargestellt haben. Und ja, wie sind denn Ihre konkreten Forderungen, die sich aus Ihrer Analyse ergeben? Also was sind denn jetzt was sollten wir dagegen setzen? Also meine Meinung wäre,
eben eine grundlegende Kritik der globalen kapitalistischen Produktionsweise und ihrer ökologischen Schäden und so weiter. Das haben Sie ja alles schon angesprochen. Ja. Vielleicht gibt es ein bisschen konkreter. Ja. Ja, also ich würde jetzt hier sozusagen keinen 10-Punkte-Plan aufstellen wollen, aber ich würde mich da natürlich anschließen. Also die Kritik bezieht sich auf die strukturelle Einrichtung global kapitalistischer Verhältnisse und entsprechend wäre auch an denen zu rütteln. Entsprechende politische Forderungen oder Forderungen zu stellen hat ja nicht alleine irgendeinen Sinn, sondern entsprechende politische Aktivitäten müssten sich darauf richten, genau diese Strukturen anzugreifen. Das ist aber, und deswegen habe ich den Externalisierungshabitus auch stark gemacht, das ist etwas, was alltäglich passieren muss über eine Politisierung des Alltags und der alltäglichen Lebensführung, weil es gibt sozusagen große Notwendigkeiten, ja, struktureller Veränderungen, die werden sich aber nicht von oben über bessere Einsicht oder andere Einsichten von politischen Handlungsträgern und Trägerinnen einstellen, sondern nur darüber, dass tatsächlich im Alltag eine Fundamentalpolitisierung, hätte man es früher eigentlich genannt, stattfindet. Weil den Externalisierungshabitus habe ich erwähnt, nicht um die Leute zu Schuldigen zu machen und zu moralisieren, was sie alles Böses tun, sie sollten mal anders konsumieren und so weiter und so fort. Das können sie und sollten sie auch tun. Aber vor allem deswegen thematisiert, weil diese Doppelposition analytisch mir so relevant erscheint. Wir sind in Verhältnisse gestellt, strukturell. Ja, wir agieren unter Verhältnissen, die wir nicht wollen können. Und die wir, glaube ich, auch wenn wir uns sie bewusst machen, nicht wollen. Aber ja, dass wir auf Kosten anderer leben, ist nicht unsere persönliche Entscheidung, weil wir irgendwie bösartig werden oder egoistisch oder was auch immer. Sondern es ist eine Position, in der wir uns gesellschaftlich befinden, in der wir sozusagen mitgefangen sind und die man als Position thematisieren müsste und die man in Alltagspraktiken, und zwar kollektiv, das geht nicht individuell, kollektiv muss man diese Position thematisieren und an dieser Position arbeiten. Und umgekehrt ja dann auch eine positive alternative Position aufzeigen, zum Beispiel wie denn eine Weltwirtschaft aussehen könnte, ohne Externalisierung, ohne Kapitalismus, aber auch mit einem sehr gemäßigten Wohlstand, der dann aber für alle möglich wäre. Und das ist schon in Ihrer Vorstellung auch eine begeisternde Alternative. Naja, also ja, die wird also nicht alle begeistern. Ne? Deswegen begeistert, weil sie da gerecht ist und weil man zum Beispiel keine Schuldgefühle mehr hat. Aber die wird natürlich auch viele Menschen in dieser Gesellschaft erstmal nicht begeistern an der Oberfläche, weil doch klar ist, dann wird immer gesagt, ja, mit Verzicht kann man den Leuten nicht kommen. Keine Ahnung, dann sollten wir einen Workshop bilden, wie man Verzicht anders bezeichnet, damit sexy wirkt. Ja, aber dass das Reproduktionsniveau dieser Gesellschaft runtergefahren werden muss, damit andere hochkommen können, ist völlig klar. Jetzt nicht nur wegen ökologischer Grenzen absoluter, die lassen sich vielleicht sogar noch ein bisschen rausschieben oder ja, eine Weile, sondern es ist ganz klar, aus Fragen der Konfliktivität in dieser Welt, ja, ist klar, wir müssen runter mit dem Reproduktionsniveau, das heißt aber in dieser Gesellschaft massive Umverteilung, damit es überhaupt möglich ist, ja, und gleichzeitig massive Umverteilung weltweit. So, und dann ganz kurz den Punkt, ich glaube, wir sollten, ich habe Ihnen überhaupt nichts zu sagen, ich würde nicht auf die AfD schielen. Ja, es ist nicht irrelevant, ob sich da der nationalsozialistische Flügel durchsetzt oder nicht. Aber es ist meines Erachtens für jede emanzipatorische politische Strategie viel wichtiger, was in der Sozialdemokratie passiert, was in der Linkspartei passiert, was bei den Grünen passiert. Und da sind die nationalsozialen Strategien ja en vogue. Ja, und ich möchte jetzt nicht den Namen meiner Lieblingsfeindin gegenwärtig nennen, ja, die solche nationalsozialen Strategien bis zur Ununterscheidbarkeit von AfD-Semantiken jedenfalls vertritt, sondern man muss sich nur... Gemeint ist Sarah Wagenknecht, das sollten wir jetzt dann schon dazu sagen, dass sie die meinen, oder? Also ja, viele, viele zum Beispiel Sarah Wagenknecht. Nein, aber Martin Schulz, ja, der Retter, der Phönix der Sozialdemokratie, ungefähr der erste Satz ungefähr, den er im Willy Brandt-Haus gesagt hat, ja, an wen richten wir uns? An die hart arbeitenden Leute, die sich an die Regeln halten. Ja, an die Massen der Kohlenstoffdemokratie. Da, an die richten sich jetzt die Sozialdemokraten, dann gehen sie von 22 auf 28% in den Umfragen und werden dann irgendwo bei 23 landen am Ende. Ja,
Aber an solche Positionen muss man ran. Mit solchen Positionen muss man den Konflikt suchen. Man muss im emanzipatorischen oder potenziell emanzipatorischen Feld muss man den inhaltlichen Konflikt, den politischen Konflikt, und zwar knallhart suchen. Und gleichzeitig muss man die Entwicklung bei der AfD beobachten. Aber sozusagen diese Fixierung auf AfD, während sich im gesamten linken Spektrum irgendwie die Positionen verschieben, ja, die finde ich politisch, strategisch nicht so klug. Also ich fand Ihren Vortrag hervorragend bis zum Schluss. Stehst du auf? Ich fand Ihren Vortrag hervorragend bis zum Schluss, wo mir bei dem Resümee dann ein bisschen was gefehlt hat, weil Sie haben das eigentlich ziemlich klar beschrieben, um es jetzt in meinen Worten, weil ich nicht so toll mich ausdrücken kann wie Sie, zu sagen, okay, da gibt es quasi eine Art Monarchie der Wirtschaft, die der Aristokratie der deutschen und anderen westlichen Bevölkerungsgruppen einen gewissen Wohlstand auch mit ermöglicht und eine Mitherrschaft, während es dann da unten die gibt, die man ganz ausbeutet. Um es mal so sehr bildlich darzustellen. Aber dann ist es natürlich auch so, und das ist auch mein Erleben, auch mit der Hautfarbe, mit der ich in Deutschland unterwegs bin, also dass es ja ein Klassenproblem ist, ne? Ein massives Klassenproblem. Und während die Linke ganz viel von den Abstiegsängsten spricht und da gibt es tausend materielle Lösungen, wie man allen den Wohlstand ermöglicht und es ist auch notwendig, aufgrund des demografischen Wandels wieder Menschen hier aufzunehmen, weil es uns Deutschland ausstirbt. Also materiell betrachtet alles eigentlich gar kein Problem. Aber was wir nicht ansprechen, ist das Klassenbewusstsein, dass einfach Menschen mit meiner Hautfarbe Menschen zweiter Klasse sind und dass das so bleiben muss. Und dass der Deutsche eigentlich gar kein Interesse daran hat, dass sich das ändert, indem Deutschland morgen nicht mehr weiß ist, sondern bunt. Und ich glaube, dass jetzt eben durch diese Millionen Flüchtlinge auf den Schlag, die dann ja nicht mal eine Million waren und wie auch immer, quasi der heimliche Rassist nicht mehr heimlich sein konnte, weil das hat ihn so sehr bedroht in seiner Sicherheit, in seinem Gefühl, dass er endlich aufstehen musste und auch mal öffentlich mitteilen, wo er eigentlich in Wahrheit schon irgendwie krank ist. Und also vielleicht müssen wir, ich habe keine Lösung wirklich dafür, aber uns auch darüber Gedanken machen, wie kann man eigentlich diesen Klassenkampf führen, der nicht auf der materiellen Ebene ist, sondern eben tatsächlich auf der Fragestellung, ja, wir Deutschen oder wir US-Amerikaner oder wer auch immer, sind halt was Besseres wie die Afrikaner und Asiaten und es muss auch so bleiben. Auf einer psychologischen Ebene. Dazu? Aber ganz kurz, weil also ich hatte ja versucht anzudeuten, dass ich glaube, dass rassistische Positionen, Ressentiments nochmal sozusagen an die Oberfläche kommen. Deswegen hatte ich ja schon von Schönwetterdemokratie oder Wohlstandsdemokratie gesprochen, an die Oberfläche kommen, unter Bedingungen, wo die Reproduktion dieser Gesellschaft auf dem jetzt gegebenen Niveau nicht mehr gesichert erscheint. Und von daher würde ich sagen, dass sich Rassenfragen, ja, Rassismus und Klassenfragen in komplexer Weise verschränken. Es geht ja nicht um die Deutschen, die alle Rassisten werden, ja, aber bestimmte Positionierungen dieser Gesellschaft, sozioökonomisch, materiell und bestimmte Positionierungen in kultureller Hinsicht hängen nicht eins zu eins zusammen, aber sind natürlich miteinander vermittelt. Und der Klassenkampf, das hatte ich versucht anzudeuten, ist ein komplexer, weil es sozusagen ein Kampf von Positionen ist, und Sie haben es ja nochmal gesagt, wo man Beherrschter und Herrschender gleichzeitig ist auf eine Weise. In unterschiedlicher Weise, ja, aber wo man viel zu verlieren hat hierzulande, als jemand, der sich klassenpolitisch, ja, gegen Weltausbeutungsstrukturen wendet. Da hat man was zu verlieren. Und das macht, glaube ich, die ganze Konstellation so komplex. Ja, also ich habe das Gefühl, dass man den Fokus nicht so stark auf diese Carbon-Gesellschaft. Vielleicht stehen Sie auf, dann versteht man Sie, glaube ich, besser, wenn man Sie auch sehen kann. Also ich habe das Gefühl, dass man den Fokus nicht so stark auf die Carbon-Demokratie legen darf,
weil dieser Punkt sicher in Teilen der Gesellschaft verstanden werden kann. Viele, glaube ich, haben trotzdem das Problem, dass sie im gesamten kleiner werdenden Kuchen größere Stücke brauchen. Also die Umverteilung ist schon wichtig und ich glaube auch, dass ein Teil der Betroffenen schon genau in dieser Mittelschicht sind, die merken, dass das Leben ihnen sehr eng wird. Ja. Ja, also man muss alles im Blick haben und was ich so das Gefühl habe, es ergänzt sich sehr gut mit Nico Pech, mit seiner Postwachstumsgesellschaft. Nico Pech, das Stichwort ist jetzt gefallen, Befreiung vom Überfluss, auch ein Denker in der Postwachstumsbewegung. Vielleicht auch nochmal dazu gesagt, ich habe gehört, Sie haben ja gesagt, wir müssen 7/8 runter, wenn wir ökologisch die Wahrheit sagen wollen, ja. Also auf 1/8 unseres Wohlstands, also müsste. Das jetzt verbinden mit einer... Ist ja egal, 7/8, 4/5, sowas in der Größenordnung, ne? Müsste. Aber ich finde, ich würde Ihnen widersprechen, weil ich glaube, ja, aber sehr freundschaftlich, weil ich glaube, das gehört zusammen. Ja, also es gehört zusammen, man muss die Carbon-Demokratie betonen, ne? Und dann... dazu sagen, die Abkehr von der Carbon-Demokratie, insofern als da die sozialen Berechtigungen von abhängigen Klassen und von Unterprivilegierten dranhängen bislang an der Carbon-Demokratie. Die Abkehr von der Carbon-Demokratie wird neue Formen der Umverteilung nötig machen. Und wenn man das so sagt, dann ist offensichtlich klar, so wie bei den Grünen geht es nicht. Ja, und wie einerseits zu sagen, ja, wir sind voll für die Energiewende oder ähnliches, aber Vermögenssteuer steht bei uns eher weiter hinten auf der Agenda. Ja, das gehört unmittelbar zusammen. Das gehört unmittelbar zusammen. Energiewende, und zwar eine wirkliche Energiewende und massive Infrastruktur. Also ohne das eine wird das andere nicht funktionieren. Beziehungsweise es gibt dann eine autoritäre Energiewende, ja, die dann wieder die üblichen Sozialpositionen zu bezahlen haben. Das ist eine sehr lange Liste. Also, ja. Der Gesichtspunkt, die... Nicht so... Moment, ein anderer ist noch vor Ihnen kurz. Ja. Ja. Der Gesichtspunkt von der Politisierung der Alltagsbeziehungen. Den finde ich ganz entscheidend, damit er uns auch wirklich unter die Haut geht. Und ich war gestern bei einem Vortrag in Braunstein bei Hermo Manzer, der hier auch schon mal gesprochen hat. Und Hermo Manzer hat hauptsächlich Afrika natürlich, aber die Dorfgemeinde, eine Dorfgemeinde thematisiert, die es dort gibt, wo wirklich ein kommunales, kommunitäres Gemeinschaftsdenken praktiziert wird. Und er sagte wörtlich, dass dort keiner auf Kosten des anderen seine Lebenskraft oder seine Möglichkeiten stärken darf. Dass keiner auf Kosten des anderen seine Lebenskraft stärkt. Und die Keimzelle des Kapitalismus, das wissen wir, ist, es gibt hier keinen Arbeitsplatz. In der Wirtschaft gäbe es nicht einen Arbeitsplatz, wenn nicht kalkuliert wird, dass ich auf Kosten des anderen mich reicher mache. Das ist der Grundtatbestand dieser Verhältnisse. Und damit hat natürlich, und das ist jetzt nicht nur eine Außenbeziehung, nach außen auf Kosten anderer zu leben, sondern diesen Grundtatbestand haben wir hier und der geht durch uns alle hindurch. Und wenn ich hier ein bisschen besser dran rauskommen möchte aus dieser ganzen Scheiße, dann bin ich in diesem performativen Widerspruch, dass ich für mich etwas Besseres machen möchte, aber zugleich auf Kosten anderer. Und ich möchte noch mal dazu sagen, bevor ihr antwortet, ich finde das schon ein Politisierungsmotiv zu sagen, ich will nicht mehr auf Kosten anderer leben. Es ist einfach ein verdammt viel besseres Leben zu führen, genau. Ein Wirtschaftsmodell zu entwickeln, was nicht auf Kosten anderer geht und nicht auf Kosten der Umwelt. Das ist jetzt für mich tatsächlich ein begeisterndes, mobilisierbares Projekt. Das ist für mich der Schluss, weil ich das nicht mehr ertragen kann und nicht mehr ertragen möchte, in dieser Scheiße zu leben, Angst zu haben, wenn der Kollege besser ist, als weil ich dann zurückfalle. Und genauso ist es mit den Ländern. Das ist dieser Grundabbestand. Ja. Und das ist ein Politikum an sich, von Präsenz bis zum Ewigkehr. Und man wird vorsichtig, auf andere zu deuten, mit dem Finger, ob das jetzt ein anderes Land ist,
oder ob das der Kollege ist oder ob das der Bourgeois ist oder ob das die Elite ist. Natürlich gibt es diese Unterschiede, aber wir alle sind in dieser Scheiße. Ich möchte an die Scheiße anknüpfen. Und zwar, ja, weil ich mein Lieblingszitat von Heiner Müller, Kapitel 3, vorangestellt habe, aus der Hamlet-Maschine. Irgendwo werden Leiber zerbrochen, damit ich wohnen kann in meiner Scheiße. Und wenn man das übersetzt, wahrscheinlich wird es keine, würde ich jetzt als Soziologe nochmal zu bedenken geben, wahrscheinlich wird es keine komplexere Form des gemeinsamen Zusammenlebens geben, in dem man überhaupt nicht auf Kosten anderer lebt, vorübergehend oder vielleicht auch dauerhaft. Ich glaube aber, die Frage ist, und das haben Sie, also da würde ich mich unmittelbar anschließen, diese Gesellschaft, Weltgesellschaft, auch diese hiesige Gesellschaft, ist so eingerichtet, dass man systematisch dazu gezwungen ist, auf Kosten anderer zu leben und anderswo Leiber entweder zu zerbrechen oder zerbrechen zu lassen. Und das ist tatsächlich eine, und man kann es unterschiedlich formulieren, ist eine wahnwitzige Konstitution von Gesellschaft. Ja? Es ist eine, man kann es auch vorsichtig sagen, es ist eine unvernünftige, ja, es ist, wir können es moralisieren auch, ja, es ist eine, wo man sich schuldig macht, wie auch immer, egal wie man es rahmt, es muss darum gehen, diese Einrichtung von gesellschaftlichen Verhältnissen, in die wir gestellt sind, die zu verändern. Und da würde ich sagen, es ist tatsächlich so, man muss politisch kämpfen über bestimmte Strukturforderungen und man muss aber in den Lebensräumen, in denen es einem zur Verfügung steht, die einem selbst verfügbar sind. Die Strukturen, in die wir gesetzt sind, sind uns nicht unmittelbar verfügbar, aber manche Kleinstrukturen, Mikrostrukturen sind uns verfügbar und da so weit wie möglich von Konkurrenz auf Solidarität umzuschalten, ist, glaube ich, Teil dieser Politisierung des Alltags. Also ein schönes Stichwort. Also ich bin der Meinung, wir sind nicht gezwungen, uns auf Kosten anderer unsere Existenz aufzubauen. Das sieht man, wie Sie so schön gesagt haben. Du bist Künstlerin, du hast gut reden. Bitte? Du bist Künstlerin, du hast gut reden. Wieso habe ich verstehe das Argument nicht. Also das Künstler ist jeder, jeder kann kreativ handeln, ist kein Problem. Aber ich wollte jetzt auf Ihre Bemerkung wegen Griechenland eingehen. Da sieht man, dass man nicht gezwungen ist, sonst nur an sich zu denken, weil die Deutschen sind so gern nach Griechenland gefahren, weil die Leute so freundlich waren, so offen, so empfangen, so willkommen heißen. Das ist eine Qualität, die bei diesem ganzen Streit, die Griechen haben nicht das und das richtig gemacht, die menschliche Kraft, die in diesem Miteinander der Griechen steckt, nicht nur der Griechen, aber als Beispiel, die wurde überhaupt nicht berücksichtigt und das ist doch das, wo wir hinwollen. Das ist doch die Qualität, die wir erreichen wollen. Aber ich habe noch zwei andere Punkte. Nein, das muss jetzt sein, ich habe lange nicht gewartet. Und andere warten auch. Wenn man die Situation anschaut, sind wir als Weltgemeinschaft vorbereitet worden auf das, was jetzt passiert. Und zwar einfach dadurch, dass wir eine Informationsmöglichkeit gekriegt haben, wo wir erfahren haben, was in der ganzen Welt geschieht. Das ist vielleicht 50 oder 70 Jahre alt. Länger ist es nicht. Und wir haben gesehen, wie es woanders ausschaut, während es bei uns so und so ausschaut. Und dieses Erkennen und dieses Wissen hat uns vorbereitet, dass wir auf Kosten anderer leben, dass das nicht funktioniert, etc. Also es beginnt ein Erkenntnisprozess. Und dieser Erkenntnisprozess ist eigentlich mit der Psychoanalyse vergleichbar, weil wenn jemand ziemlich borniert in die Psychoanalyse geht, um sich behandeln zu lassen und etwas zu erkennen, dann gibt es relativ schnell Widerstände, die so massiv sind, dass er sich nicht entwickeln will.
Und die Widerstände, würde ich jetzt sagen, sind diese ganzen Rechtsruckgeschichten, die man an der ganzen Welt in der Politik und in der Regierung sieht. Das sind die Widerstände, die uns nicht entwickeln lassen wollen. Dann war noch ein dritter Punkt, weil es die Unheimlichkeit. Mach's bitte kurz, Heidrun. Die Unheimlichkeit der Angst finde ich ganz spannend. Denn die existiert ja auch nur, weil keine Vision da ist, weil die Leute innerhalb ihres Denksystems, das sie bisher geübt haben, nicht heraustreten und keine Vision entwickeln, in der andere Elemente hineinkommen. Jetzt mache ich Punkt. Drei ganz knappe Antworten von hinten, ja. Das Problem ist halt, dass das Denksystem, aus dem ausgebrochen werden müsste, so eng verknüpft ist mit unserer Position in der Sozialstruktur. Das hatte ich ja mit Habitus zu beschreiben versucht. Also man kann nicht einfach umschalten von einem Denken aufs andere, weil man einfach in bestimmte soziale Strukturen gestellt ist. Und ich glaube, man muss an beidem arbeiten. Das Denksystem kann sich auch nur dann umstellen, das ist so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem, jetzt Denksystem kann sich nur umstellen, wenn die soziale Position sich auch verändert. Aber natürlich muss das Denksystem vorher anfangen, entsprechende Ziele zu entwickeln. Aber das kann man nicht nur aus sich selbst heraus. Das zweite, globale Kommunikation, könnte man vielleicht sagen, ist eine Voraussetzung dafür, überhaupt von der Externalisierungsgesellschaft abzukommen, also indem Bewusstwerdungsprozesse befördert werden, dadurch, dass weit entfernt es dann auch näher kommt und nahe es sich wieder entfernt. Aber einstweilen trägt die globale Kommunikation ja auch mit dazu bei, dass man in der Lage ist, sich um alles Mögliche zu kümmern, außer um die realen sozialen Probleme in dieser Welt. Ne? Also das ist auch sozusagen widersprüchlich. Und das Dritte ist Griechenland. Griechenland, was wir da sehen an gesellschaftlicher Solidarität, ist fantastisch. Nur das ist halt genau dadurch entstanden, weil Strukturen weggebrochen sind. Also was wir dort an Eigeninitiative im Gesundheitswesen erleben, ist der Wahnsinn, ja, aber das ist nur, weil das Gesundheitswesen dort kaputt gemacht worden ist. Ja, kaputt gemacht, innerhalb kürzester Zeit. Und man darf natürlich, also Zwangssolidarität kann nicht die Lösung sein. Solidarität ja, aber nicht im Sinne einer Verelendungstheorie. Es müssen die Institutionen zusammenbrechen und dann wird gesellschaftliche Solidarität geübt. Es war keine Zwangssolidarität. Es war eine Entscheidung, die sie schon jahrhundertelang pflegen. Okay. Die Frau mit dem Geschweiften. Okay, wird noch nicht gut so. Ja. Ja. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich wollte auf das zurückkommen, dass Sie sagen, dass es eine Carbon-Demokratie ist. Das heißt, dass es zurückgeht auf doch der sehr zentrale Ölförderungsstrukturen und so weiter, Carbon. Und insofern ist doch die Frage jetzt auch mit dem, dass wir auch verteilte Energieformen haben, alternative Energieformen, ist das Ganze nicht eine Frage der Dezentralität oder Zentralität und wie wir denn jetzt sozusagen da andere Infrastrukturen aufbauen könnten, dass wir also an der Stelle ansetzen könnten. Nehmen wir EEG-Einspeise, ist ja genau das Gegenteil. Es ist ja ein Versuch, weiterhin zentrale Strukturen aufrechtzuerhalten und da könnten wir doch ansetzen, ja, wenn wir das suchen. Kann ich unzulässigerweise, aber ganz kurz beantworten, ja. Also ich glaube, in vielen Bereichen einer im weiteren Sinne solidarischen Ökonomie wird es um Dezentralität gehen, wobei aber dann immer das Problem bleiben wird, also zu lösen sein wird, wie man oberhalb dieser dezentralen Einheiten ja, zentrale oder übergreifende Umverteilungsprozesse organisiert. Ja, also Dezentralität kann nicht heißen Kommunitarismus, ja, und zurück zur Scholle. Und das haben ja manche subsistenzökonomische Ansätze gehen in diese Richtung. Da würde ich immer sagen, das muss eine kluge Kombination geben von Dezentralität und übergreifenden Strukturen. Und
Naja, was wir gerade erleben, also in den USA hat gerade die Carbon-Demokratie gesiegt. Ne? Also der Carbon-Präsident, in jeder Hinsicht Trump, steht eigentlich sozusagen für die Gegenbewegung. Sie waren schon mal bei dem Thema, als Sie über den Martin Schulz gesprochen haben. Harte Arbeit. Die Frage ist, was sollen wir tun? Nicht nur, sondern was müssen wir lassen? Wie müssen wir uns verhalten? Und das Verhalten enthält ja das Wort Halt. Das heißt, wir müssen nicht nur runter mit unserem Wohlstand, sondern vor allen Dingen mit unserer Arbeit. Und unserem blinden Eifer, von dem wir, zu dem wir sozusagen durch unser Denken gezwungen sind. Und das Umdenken kann nur dadurch erreicht werden, dass man nicht, um überhaupt seine Existenz, seine normale Existenz zu finanzieren, hart arbeiten muss. Das heißt also, es geht nicht nur darum, den Wohlstand zu senken, sondern auch die Arbeit. Und es hat da schon vor fast 30 Jahren ein Buch gegeben, das hieß, wofür arbeiten wir eigentlich? Und diese Frage, die sollten wir uns neuerdings auch immer mehr stellen, denn wir müssen sehr viel unterlassen. Und dass wir das unterlassen können, dafür brauchen wir eine Existenzsicherung. Damit möchte ich jetzt gleich das vertiefen für die, die jetzt zum ersten Mal heute hier sind. Bei ATTAC gibt es eine ganz interessante Kontroverse zwischen denen, die für Arbeitszeitverkürzung sind und überhaupt für das Modell, dass die vorhandene Arbeit nun mal gerecht und möglichst auch nach ökologischen Gesichtspunkten einfach neu umverteilt wird, aber man davon ausgeht. Und die andere Fraktion sagt, nein, bedingungsloses Grundeinkommen ist ein emanzipatives Projekt, wenn man das richtig macht. Wir hatten neulich eine Veranstaltung, wo es auch um Sie ging, da habe ich gesagt, ich wette, Sie halten das bedingungslose Grundeinkommen für eine neue Form von Externalisierung, weil ja das Geld, was gebraucht wird, um es zu finanzieren, sich wahrscheinlich aus einer kapitalistischen Wertschöpfung generiert. Aber Sie sind für das bedingungslose Grundeinkommen, habe ich dann gelesen. Und vielleicht können Sie uns jetzt erklären, wie also in dieser dann doch sehr reduzierten Form des Produzierens mit einer emanzipativen Vorstellung von Arbeit, die auch wieder sinnvoll ist, also wie da Ihre Vorstellung so ist. Oh ja, das mache ich in 30 Sekunden. Also Leute, das ist eine extrem umkämpfte Debatte und sehr komplex. Ich möchte nur vielleicht zwei Punkte dazu sagen. Ich glaube, man darf das eine nicht ohne das andere diskutieren. Ich glaube, es braucht eine radikale Arbeitszeitverkürzung und irgendeine Form der bedingungslosen Existenzsicherung. Aber man kann einfach das bedingungslose Grundeinkommen nicht ausschließlich, wie auch man es ausdrücken möchte, je nach welchem Theorieparadigma, in der Zirkulationssphäre diskutieren, ja, oder in der, als Verteilungsfrage, sondern bedingungsloses Grundeinkommen ist emanzipatorisch nur, wenn die Produktionsverhältnisse und die Arbeitsstrukturen verändert werden. Also wenn es eine Wirtschaftsdemokratie gibt, also es geht um eine Demokratisierung sämtlicher Gesellschaftslebensbereiche und ein Punkteplan, bedingungsloses Grundeinkommen, und dadurch werden sich die Einstellungsmuster und die Deutungsmuster und die Infrastrukturen und die Institutionen verändern, das halte ich für unwahrscheinlich und unplausibel. Also man muss da in einer Gesamtkonstellation denken. Ich nenne das Grundeinkommen Plus. Minus Externalisierung, das heißt ja aber, da kapitalistische Gesellschaften Externalisierungsgesellschaften sind, wird es auch dann ohne den Kapitalismus gehen müssen. Aber die Frage ist ja, ich finde das bedingungslose Grundeinkommen unter gegebenen Verhältnissen wichtig als ein Fluchtpunkt der Vorstellung, wie müssten eigentlich gesellschaftliche Beziehungen organisiert sein. Und da finde ich das Grundeinkommen wichtig, aber vor allem die Bedingungslosigkeit. Ja, also die Bedingungslosigkeit, und das erschüttert diese gesellschaftlichen Grundfesten, dass jemand als Mensch das Recht auf eine angemessene Lebensweise in Gesellschaft hat. Ja, also diese Bedingungslosigkeit ist, glaube ich, das, was an den Grundfesten schüttet.
Mein Vorschlag, wir machen jetzt noch eine Runde und nehmen jetzt doch mehrere anstehende Leute noch hintereinander dran. Das ist nochmal so ein kleiner Bazar, also der Meinungen hier aufleuchten kann. Und dann haben Sie vielleicht nochmal die Möglichkeit. Und bitte kurz fassen, weil es so viele sind, die sprechen. Dann brauche ich den Stift. Zum letzten Punkt, genau, das ist auch, also vielen Dank, die Position, die zumindest unser Arbeitskreis vertritt bezüglich Grundeinkommen Plus. Aber meine eigentliche Frage richtet sich, oder mein Ärger richtet sich auf etwas, auf ein Wort, das möchte ich, das ist wieder aus der Mode gekommen, nämlich Willkommenskultur, die wir hier in München ja geprägt haben. Und mein Bedauern daran ist, dass diese persönliche Hilfsbereitschaft auf der einen Seite sehr stark und sehr groß ist und viele Leute sind sehr bereit zu spenden und bereit im afrikanischen Laden einzukaufen und dieses und jenes. Und in den USA habe ich erlebt, wie sehr die Hilfsbereitschaft, man beruft sich darauf und sagt, ja, wir sind zwar reich, aber wir geben auch sehr viel. Aber die gedankliche Verbindung von dieser Hilfsbereitschaft zu der Externalisierung, die Gedankenverbindung wird großenteils nicht gemacht. Jetzt ist meine Frage, es wird natürlich auch nicht befördert, dass diese Hilfsbereitschaft sozusagen ein Hintergrund gegeben wird, auch nicht in der öffentlichen Debatte oder nur sehr selten. Jetzt ist meine Frage, es müssten vielleicht mehr und zunehmend Projekte entstehen, die beides in sich vereinen, sowohl diese Hilfsbereitschaft wie die Reflexion darüber, weshalb und woher. Und insofern herzlichen Dank. Stefan Wesentlich ist auch engagiert, gerade in der Basisarbeit, Bemüht in Monaco und Mut zu Mut und ähnliche Aktivitäten. Ich glaube, diese Verbindung ist entscheidend wichtig und die müssen wir auch mehr fördern. Es tut uns leid, wenn jetzt vielleicht der eine oder die andere übersehen wird, dass Sie schon zum Beispiel schon sehr lange auf der Liste. Ich greife noch mal ganz kurz ein Stichwort auf. Also Carbondemokratie finde ich sehr überzeugend, die These. Und dann kam man könnte vielleicht mit alternativen nachhaltigen Energien, anderen Energieformen dem entgegenwirken. Mir fiel dazu nur ein, dieser Green New Deal arbeitet ja zum Teil damit. Und dann wird Carbon eben ersetzt durch nachhaltige Energie, ist aber auch eine Wachstumsstrategie, Stichwort. Palmöl verpflichtet, was natürlich keine Alternative in dem Sinn darstellen kann, weil es die deutschen Exzesse und Externalisierungen verbot. Da komme ich jetzt zu dem Thema Kapitalismus. Sie haben gesagt, Sie reden nicht einer Kapitalismus-Zusammenbruchstheorie. Das Wort, habe ich Sie verstanden. Aber mit der Kapitalismus geht natürlich das Programm auch nicht, was Sie so überzeugend dargelegt haben. Wenn Sie da vielleicht noch was kompensieren können. Also mir kamen zwei, nichts Intellektuelles, sondern zweimal dieselbe Frage. Aha. Sie haben die Linke kritisiert, die Grüne kritisiert, die SPD haben Sie erwähnt. Aber hallo. Die AfD haben Sie erwähnt. Mir kam die Frage, was ist mit CSU und CDU? Was ist das? An der Situation, die wir jetzt haben. Es ist mir
schon ein Anliegen von mir, dass wir die bestehenden Verhältnisse nicht allzu tief in die Tonne drehen. Das kann man durchaus machen. Also ich bin mit Ihrer Kritik und den Merkmalen, die Sie da nennen, durchaus einverstanden. Aber man muss schon sehen, dass die Rezepte, die wir die letzten 70 Jahre angewendet haben, um Europa zu befrieden, das ist ein Riesenverdienst. Denn das, was davor gewesen ist, war ja nun wahrhaftig für die ganze Welt kein Zuckerschlecken. Also insofern würde ich ungern das, was jetzt ist, allzu tief in die Tonne treten und sagen, weg damit, weil ja, es war ja schon mal ganz anders. Wichtig ist mir aber eine Sache, die auch schon jetzt angesprochen worden ist, und zwar dieses Stichwort des hart Arbeitenden. Das finde ich interessant, dass das auch in den USA eine wesentliche Begründung für die Entwicklungen, die jetzt ablaufen, ist, dass sich viele Menschen, das ist denen speziell auch in den USA wichtig ist, ich arbeite hart und deswegen habe ich auch ein Anrecht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht nur gegenüber den Menschen in der Bundesrepublik oder im globalen Westen, im reichen Westen, immer Vorwürfe machen, sie leben auf Kosten anderer, sondern dass wir denen auch eine Möglichkeit geben, also erstmal eine Anerkennung geben, die arbeiten wirklich auch, sie sind auch diszipliniert, das kostet auch Opfer, und dass man denen insofern auch eine Anerkennung gibt und sagt, wir geben dir die Sicherheit, dass du auch mit weniger Arbeit zurechtkommst und auch sicher leben kannst, sicher und friedlich, und das wäre dann die Möglichkeit, diese Arbeit, die dadurch frei wird, anderen zu geben. Auch eine Form von Hilfe, dass andere auch arbeiten können. Das finde ich eine ganz wichtige Geschichte, weil die jetzigen Entwicklungen hin zu Rechten und zum rechten Populismus und zu Nationalismus kommen auch daher, weil viele Menschen den Eindruck haben, Moment mal, ich arbeite hart und andere, die zuziehen, bekommen es dann einfach. Das ist natürlich ein Argument, was unter diesen Menschen zieht. Und auf das muss man dann auch eingehen. Also wenn wir... Ja, gut, Schluss. Es waren jetzt hier vorne, Klaus, noch zwei, die schon ganz am Anfang an auf der Liste standen. Der Herr mit der Kappe und dahinter. Wir wollten da eine Schlussrunde mit... Noch ein? Es ist einfach... Es kommen einfach nicht alle dran, es tut mir leid. Ich finde den Begriff der Carbon-Demokratie sehr hilfreich. Das schärft einfach das Bewusstsein. Trotzdem finde ich, dass er nicht weit genug geht. Spricht ein sehr zentrales Problem an. Vielleicht meinen Sie das auch, aber wir müssen uns klar machen, die Ausplünderung der Rohstoffe insgesamt, das ist ja eine Sache, die lange Geschichte hat. Wenn wir von Kultur Europas sprechen und uns begeistern, wie schön Paris gebaut ist oder was für eine tolle Hauptstadt Berlin ist, das geht ja alles auf Kolonialismus und Ausplünderung zurück. Und wenn das beendet werden soll, dann wird man notwendigerweise auch da enden, was Sie gesagt haben, dass Ansprüche hier zurückgeschraubt werden müssen. Es geht gar nicht anders. Unsere aktuelle Politik geht genau in die andere Richtung. Da drüben steht EPA dran. Das ist das europäische Programm zur weiteren Ausplünderung. Da werden ja afrikanischen Ländern sogar Wirten verboten, auf die wenigen Rohstoffe, die sie haben, Exportsteuern zu erheben. Ja, danke auch nochmal für diesen Hinweis. Und jetzt nochmal für die letzte Schlussrunde. Ja, wo ich jetzt nur unvollständig und bestimmt auch ungerecht antworten kann, abgesehen davon, dass jetzt einige überhaupt nicht zu Wort gekommen sind. Also ich mache nur noch 3-4 Punkte. Was Sie zuletzt gesagt haben, ja, das ist genau eine der Thesen, also die Ausplünderung, die ja bislang anderswo stattgefunden hat, die aber auch jetzt wieder zurückkommt. Also zum Beispiel Fracking, ja, in den Vereinigten Staaten, breitbetrieben oder in Kanada,
ist sozusagen die Ausplünderung, die nach Hause kommt und wo wir ja dann auch entsprechend Konflikte darum sehen. Also es ist vielleicht gar nicht schlecht, jetzt nicht im veredelungstheoretischen Sinne gedacht, ja, aber es ist vielleicht nicht schlecht, dass die Ausplünderung nach Hause kommt, weil sich dann Konflikte darum entzünden können. Deutschland hat sich erstmal dafür entschieden, nicht fracken zu lassen, in der Gewissheit, dass schon anderswo gefrackt werden wird und man dann entsprechend auch davon profitieren kann. Aber diese Ausplünderung, die über Jahrhunderte und in den letzten Jahrzehnten halt in einer nicht mehr so offensichtlichen, sondern irgendwie verrechtlichten Weise stattgefunden hat, je stärker die sichtbar wird, umso mehr Konflikte wird sie auch zeitigen. Also von daher ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir auch die Ausbeutung der Bodenschätze vor unserer Nase dann wieder erleben. Und auch die ökologischen Schäden beispielsweise nicht irgendwo anders entstehen. Ja, mit unseren sauberen Innenstädten und den Strandbädern, die wir an unseren Flüssen errichten können, ja, während anderswo die Flüsse umkippen. Undenkbar, dass in Nairobi Strandbäder errichtet werden. Das andere, also ein ganz wichtiger Punkt ist, da müssen wir aber lange drüber diskutieren, was Sie jetzt angesprochen haben. Es geht jetzt gar nicht darum, alles in die Tonne zu treten. Und selbst wenn ich das rhetorisch machen würde, hätte das sowieso noch keinen Effekt auf die realen Institutionen. Aber die Frage ist ja wirklich, das haben Sie jetzt angedeutet, muss man, wie heißt es immer, die Leute da abholen, wo sie sind? Ja, in ihrer Überzeugung, sie arbeiten hart und andere arbeiten nicht hart. Ja, muss man, was muss man da sagen? Muss man irgendwie die Kategorie Arbeit in Zweifel ziehen? Muss man die Kategorie Arbeit erweitern? Ja, muss man zeigen, dass auch die, die hierher kommen, sehr hart dafür gearbeitet haben, überhaupt ihre Existenz zu sichern und so weiter und so fort? Mir ist das nicht so ganz klar. Ich würde tendenziell dafür plädieren, nicht die Leute da abzuholen in ihren eingeschränkten und also wenn sie so sind, ja eingeschränkten Weisen, der Sichtweisen auf Verteilungsverhältnisse, sondern da ganz klare Gegenpositionen zu artikulieren, die dann aber positiv besetzt sein müssen. Ja, also wenn man jetzt politisch strategisch denkt. Aber da haben wir ja gerade eben schon. Was Sie genannt haben, das ist genau mein Punkt. Die Befriedung Europas, ja, muss gerade aus deutscher Sicht lieb und teuer sein, selbstverständlich. Aber die Befriedung Europas, die uns so lieb und teuer ist, beruht auf der Entfriedung ganz weiter Teile dieser Welt. Ja, der Frieden in Europa, den Frieden in Europa, den haben wir uns erkauft, ja, zu Lasten Dritter, würde ich mal behaupten. Das ist eine tolle Sache. Ja, und auch Schengen ist eine tolle Sache, also in dem Sinn, dass man sich frei bewegen kann. Ja, aber diese Bewegungsfreiheit ist eine sehr eingeschränkte für bestimmte Bevölkerungen auf diesem Globus. Zu Zusammenbruchstheorie, da habe ich gemeint, ich will nicht einer Zusammenbruchstheorie das Wort reden. Also ich würde mir schon den Zusammenbruch wünschen. Aber ich möchte jetzt, Zusammenbruchstheorie heißt ja, es gibt irgendwie eine innere Logik, gesellschaftliche Entwicklung, die zum Zusammenbruch führen wird. Das glaube ich nicht. Der muss irgendwie erstritten werden und Zusammenbruch klingt ja auch nicht gut. Also man müsste schon langsam Infrastrukturen, mentale und materielle bauen für eine andere Gesellschaft, ja, damit die alte irgendwie zusammenbrechen. Und dann, was habe ich hier noch? Na gut, das lasse ich mal weg. Also ich glaube überhaupt, also das wurde ja angedeutet, ich glaube grüne Wachstumsmodelle, es kann kein grünes Wachstum geben. Ja, also entweder es gibt Wachstum oder es gibt Grün, aber es gibt kein grünes Wachstum. Es gibt auch keine intelligenten Wachstumsstrategien. Das sind intelligente Selbstbetrugsstrategien. Kann ich jetzt hier nicht weiter ausführen, sage ich einfach mal so. Und das letzte, ja, was ist eigentlich mit der CSU? Das frage ich mich auch. Ich möchte gerne über was anderes reden. Das wurde dankenswerterweise von Bernd erwähnt. Wir haben einen Verein gegründet, Kampagne für Demokratie und Solidarität, wo genau der Versuch ist, einerseits die massive Hilfsbereitschaft, von der ich ja hier nicht gesprochen habe, ich habe ja von allen negativen Elementen gesprochen, die massive Hilfsbereitschaft, die massive Bereitschaft, sich zu engagieren, ja, sich einzusetzen, bei Abschiebungen plötzlich sich zu politisieren, ja, weil es nicht einsichtig ist, ja, warum jetzt ein Mensch hier nicht mehr leben können soll. Diese vereinzelten Punkte, ja, der Politisierung, die zu vernetzen und zu verbinden und Politisierung jetzt dieser Hilfsbereitschaft auch zu verbinden mit Gedanken darüber, was wären Alternativen. Und wer immer möchte, kann bei diesem Verein gerne mitmachen.
gegen, das ist halt ein Verein, das ist nicht so attraktiv. 40 Euro Mitgliedsgebühr im Jahr, wer es nicht zahlen kann, zahlt keine. Kampagne für Demokratie und Solidarität e.V. Ja, erstmal ganz herzlichen Dank, Stefan Lessendich, für diese wunderbare Einstimmung in unsere Kinderschule. In allen Beiträgen ist das jetzt alles noch sehr, sehr ergänzt worden und hat sehr viel Tiefe bekommen. Dadurch vielen Dank auch dafür. Wir werden eben auch viele Gedankenstränge heute Nachmittag nochmal aufgreifen. Das finde ich toll, dass wir das dann noch vertiefen können. Die Rede zum Beispiel von einem neuen Gesellschaftsvertrag, die ja auch die These von Michael Hirsch ist, das werden wir nochmal aufgreifen und inwiefern wir eben auch anknüpfen können an unsere Verfassung, unser Grundgesetz, unsere rechtlichen Institutionen, die zurückerobern können, inwiefern wir Begriffe von Fortschritt zurückerobern können. Und das wird dann eine tolle Vertiefungsmöglichkeit sein nach den Workshops heute Nachmittag. Jetzt geht es erstmal zum Mittagessen und dazu sagt die Sue noch ein bisschen was. Also die Küche hier hat extra eingerichtet, ein Gericht, Roti, vegetarisch für 6,50 Euro und mit Fleisch für 7 Euro und dazu kann man da so Abschnitte rot und grün abholen am Tisch. Ich hoffe, da ist jemand. Und sonst ist da eine sonst ein rote Menü.